Mein Name ist Werner Hinsinger. Ich bin Präsident der Digital Society. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit dem Thema die positive Nutzung der digitalen Transformation beschäftigt. Und die Räumlichkeiten, in denen Sie sich befinden, sind unsere. Und wir teilen uns diese Räumlichkeiten auch mit anderen, damit wir uns das leisten können, weil am Glauben ist nicht ganz so günstig, diese Räumlichkeiten anzumieten. Aber wir haben beschlossen, wir brauchen das, damit wir sozusagen Leute auch zu uns einladen können und über bestimmte Dinge zu diskutieren. Das heutige Thema, glaube ich, passt sehr, sehr gut zum Thema digitale Transformation. Es ist nämlich das Thema Urheberrecht und die Fragestellung, wie ein Urheberrecht aussehen müsste, damit es uns als Konsumenten nützt, damit aber natürlich auch die Urheber, die wir brauchen, als Konsumenten fair entlohnt werden. Und die Europäische Union beschäftigt sich gerade damit, das Urheberrecht in dieses Jahrtausend zu bekommen. Und genau das ist sozusagen der Anlassfall für unseren heutigen Digitalk. Die Europäische Union hat im Jahre 2016 einen Entwurf vorgelegt für ein neues Urheberrecht, also das ist schon eine Zeit her. Damals war noch der Digitalkommissar Oettinger für das Thema zuständig und in den letzten zwei Jahren ist also intensiv verhandelt und daran gearbeitet worden. Und im Juli, Anfang Juli, kam es dann zu einer Abstimmung im Europaparlament. Da war der Entwurf des sogenannten Jury-Komitees, das ist das Legal-Komitee des Europaparlaments, der zur Abstimmung gebracht wurde. Und fast, oder ich würde sagen überraschenderweise, hat das Europaparlament im Plenum dem Jury-Komitee kein Verhandlungsmandat erteilt, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Und damit gibt es jetzt noch einmal eine Diskussion im Plenum des Europaparlaments und eine neue Abstimmung am 12. September, wo das ganze Thema dort noch einmal zur Diskussion steht. Und bis heute, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, können Abänderungsanträge zu dem Entwurf des Jury-Komitees eingebracht werden, die dann quasi am 12. zur Abstimmung stehen. Also dort stehen wir, also mitten sozusagen im Geschehen. Es ist noch nichts passiert. Und im Hintergrund passiert natürlich momentan sehr, sehr viel, weil nämlich natürlich alle Stakeholder versuchen, bestimmte Dinge zu beeinflussen. Und ich weiß, dass der Herr Rüst zum Beispiel heute auch schon einmal bei einer Pressekonferenz war, wo die Künstler ihr Anliegen vorgebracht haben. Aber es passieren natürlich momentan sehr, sehr viele Dinge. Und ich glaube, unsere Podiumsdiskussion, die wir heute haben, wird relativ spannend, weil ich glaube, dass wir ziemlich viele der Stakeholder am Tisch sitzen haben, die von dem Thema betroffen sind. Ich weiß auch, dass einige im Publikum sitzen, die auch betroffen sind davon, aus einer Urhebersicht. Und als Konsumenten sind wir ja alle davon betroffen. Gut, dann möchte ich vielleicht ganz kurz das Podium vorstellen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Und wir fangen bei der Frau Dr. Bettel an. Ich bitte Sie selbst vorzustellen. Ja, Sonja Bettel, ich bin freie Journalistin, Schwerpunkt Wissenschaft und lange Zeit habe ich für die Sendung Matrix von Radio Ö1 mich mit Computerthemen beschäftigt. Und ich habe damals, 2012, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, dann sehr viel berichtet über das Thema Urheberrecht, als das sehr heftig geworden ist in der Debatte damals. Und ich bin außerdem Vorsitzende des Vereins Freischreiber. Das ist ein Zusammenschluss von freien Journalistinnen und Journalisten, die hier wahrscheinlich auch spezielle Bedürfnisse haben, was Einkommen aus ihrer Arbeit betrifft. Dankeschön. Frau Göschel. Monique Göschel, ich bin Geschäftsleiterin vom Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche. Ich habe vor meiner Zeit beim Verein habe ich sehr lange in der Filmbranche gearbeitet, insbesondere im Verleih und Produkt, also
Filmrechte-Verkaufsbereich. Jetzt leite ich den Verein also im administrativen Sinn und auch diversen Bereichen von Interessenvertretung bis Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ja, mein Name ist Gerhard Ruiz, ich bin seit 1978 freiberuflicher Kunstschaffender mit Funktionen. Die habe ich nicht gleich gehabt, die habe ich bekommen. Eine dieser Funktionen ist, ich bin in der Interessenvertretung der Autoren und Autorinnen tätig und damit auch mit dem Urheberrecht intensiv beschäftigt. Zunächst einmal nur, was Autoren und Autorinnen betrifft, später, was das Urheberrecht als Ganzes betrifft und allerspätestens, sage ich mal, seit dem medialen Wandel ganz intensiv, wo man sich halt besonders schlau machen muss und ich glaube, das ist ja auch der Sinn solcher Podien wie der heutigen, dass wir unser Wissen darüber nicht nur vertiefen wollen, sondern also austauschen wollen und vertiefen wollen. Dankeschön. Die Claudia Karat. Ja, ich bin Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, das ist der Förderverein hinter Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte hier in Österreich. Wir unterstützen zum einen die Freiwilligen, die die Wikipedia und die Schwesterprojekte quasi mit Leben befüllen, mit Inhalten befüllen. Wir sind aber auch dafür verantwortlich, dass Kooperationen entstehen und dass wir auch Rahmenbedingungen schaffen in Österreich und Europa, in denen freies Wissen überhaupt entstehen kann. Und unter diesem Aspekt bin ich auch heute hier, dass ich bei Podiumsdiskussionen wie solchen und insgesamt im Advocacy-Bereich die Perspektive einbringe von Menschen, die das Internet mitgestalten, aber in einem nicht kommerziellen Kontext. Dankeschön. Und da Maximilian Schubert. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Maximilian Schubert. Ich bin Generalsekretär der ISPA. Die ISPA ist die Freiwillige Interessensvertretung der Internetwirtschaft in Österreich. Uns gibt es seit über 20 Jahren und wir haben gut über 200 Mitglieder. Das sind kleine ISPs, genauso dabei wie, sage ich mal, große Unternehmen, wie zum Beispiel auch Facebook und Google. Und wir sind seit über 20 Jahren sehr aktiv. Wir betreiben zum Beispiel auch die Stopline, das ist eine Meldestelle für NS-Wiederbetätigung und Kindesmissbrauchsdarstellung. Also da nehmen wir als Internetwirtschaft ganz aktiv unsere Verantwortung wahr und schauen quasi, wo gibt es wirklich Dinge, die wir als Wirtschaft adressieren müssen. Und ich danke euch herzlich für die heutige Einladung. Uns ist das Thema ein großes Anliegen und wir haben nicht zuletzt schon vor 1,5 Jahren einen offenen Brief der österreichischen Wirtschaft zu dem Thema verfasst, in dem wir uns sehr kritisch geäußert haben, speziell zu einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger und den Uploadfiltern. Und wir haben erst zuletzt, jetzt glaube ich, die letzte Aktion ist, dass wir das Eselsohr unterstützen, also dass wir auf Webseiten darauf hinweisen, welche möglichen Auswirkungen die Sache hat. Aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Versuchen. Kein Problem, Dankeschön. Meine erste Frage in die Runde wäre mal, warum brauchen wir denn ein neues Urheberrecht und was sind denn die Zielsetzungen, die das Urheberrecht verfolgen sollte? Also was sollte denn in der Europäischen Union in diesem neuen Urheberrecht hineinkommen und warum braucht es das eigentlich jetzt? Wir haben ja ein Urheberrecht, gibt es ja schon sehr lange. Ich kann mich erinnern, dass wie ich in die HTL gegangen bin, in den Ende der 80er Jahre, haben wir auch gerade heftige Diskussionen ums Urheberrecht bekommen. Und gibt es ja schon sehr lange, warum braucht man was Neues? Wer möchte dazu was sagen? Ich schaue mal auf die Seite der Urhebervertreter mal ein bisschen hinüber. Ich kann gerne anfangen. Gerne, ja. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich mich 2012 sehr intensiv mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt und da viele, viele Interviews geführt mit ganz verschiedenen Personen, unter anderem den Herrn Ruiz, den habe ich ihn vorhin angeschaut. Sie hatten damals eine Kampagne auch. Und also alle haben eigentlich gesagt, wir brauchen ein neues Urheberrecht und es ist einfach, die Situation hat sich durch die Technik verändert. Und ich habe unter anderem damals den Autor oder Journalisten Dirk van Geen interviewt und er hat in einem Buch, das heißt Mashup, so ein wunderschönes Beispiel mit einem Fußballtor von Messi. Und er hat da so immer total gute Vergleiche gehabt und wir hatten in der Sendung auch einen netten Vergleich. Früher hat man, als die Audiokassetten aufgekommen sind,
hat man halt für seine Freundin oder seine Freunde irgendwie aus dem Radio oder von seinen Schallplatten Kopien gemacht und hat die verschenkt. Das heißt, das war überhaupt kein Problem. Heute haben wir aber digitale Technologien und plötzlich ist etwas, das ganz normale Gewohnheit war und den Privaten dient, haben wir ein Problem. Dann kommen natürlich die ganzen kommerziellen sogenannten Raubkopien und so weiter dazu. Also es hat sich einfach gezeigt, das geht nicht mehr, dass man nur in einem Land das regelt, sondern man muss zumindest innerhalb der Europäischen Union hier gemeinsame Regelungen finden. Wir haben ja auch in anderen Bereichen Regelungen, die für alle Länder, alle Mitgliedstaaten gelten. Und insofern, glaube ich, ist es einfach wichtig. Und es wurde eben damals vor 6 Jahren auch schon gesagt, man muss unbedingt das Urheberrecht den Gegebenheiten einerseits technisch, aber auch gesellschaftlich anpassen. Ich darf gleich fortsetzen. Gerne. Ich glaube, wir haben es mit einem, wahrscheinlich seit der Erfindung der beweglichen Metallletter, mit einem unglaublich dynamischen Prozess zu tun. In 20, 25 Jahren hat sich sozusagen die mediale Welt erheblich verändert. Niemand hat gedacht, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, die großen Lexika-Verlage unter Druck kommen könnten durch eine Informationsplattform wie Wikipedia, die ganz anders aufbaut. Niemand hat gedacht, dass es einfach der Usus werden könnte, dass über Uploads ganze, ich weiß nicht, Angebotspaletten zur Verfügung stehen, kostenlos für jeder Mann und jede Frau, der oder die das nutzen möchte, ohne jede Bezahlleistung, ohne sonst irgendeine Zugangsbeschränkung. Das heißt, wir kennen das eh alle, der Umgang in der digitalen Welt ist ein anderer als der in der nicht-digitalen Welt. In der nicht-digitalen Welt war es klar, ich kaufe eine Kinokarte, gehe ins Kino und das ist der Preis dafür, dass ich diesen Film sehen darf. Diese Fragen sind alle ungeklärt geblieben, das heißt, es gab ein unglaublich dynamisches Wachstum in technischer Hinsicht, in praktischer Hinsicht, aber es gab überhaupt nichts, was rechtlich dem entsprochen hätte. Das heißt, die Rechtssituation ist nicht mitgewachsen. Und es war allen klar, den Befürwortern oder den Gegnern des Urheberrechts war klar, es wird Regulative irgendwann geben. Es wird auch welche brauchen. Welche Art die sind, das diskutieren wir schon seit vielen Jahren. Und da probieren wir schon seit vielen Jahren zu sagen, dass es auch die richtigen Rechtsinstrumente gibt. Ich habe den Eindruck, dass wir, also ich habe den Wunsch gehabt, dass wir diese Diskussion irgendwann einmal beenden können. Das ist klar und das läuft so wie vorher. Es ist eine Spezialmaterie und wir Kunstschaffenden zum Beispiel können auch nur mit unserer Arbeit zu tun haben und den Rest nicht, beschäftigen uns nicht. Das ist nicht so. Das heißt, es taucht immer wieder auf, warum auch nicht. Die EU hat sich vorgenommen, für die digitale Welt Regelungen zu finden und ist jetzt genau mit dieser Richtlinie dabei, das zu umzusetzen, wie auch immer die dann letztlich aussehen wird. Das heißt, wir brauchen, das wissen wir übrigens auch aus anderen Bereichen, nicht nur was das Urheberrecht betrifft, auch aus Bereichen, was Gesellschaftspolitik betrifft, was sozusagen Medienrecht oder sonstiges betrifft, wir werden im Netz Regulatorien brauchen, die funktionieren, aber wir können sonst nur die Gesellschaft aufgeben. Das heißt, wenn im Netz was möglich wird, was in der nicht digitalen Welt, in der analogen Welt nicht möglich ist, dann haben wir Parallelwelten. Insofern müssen wir uns wahrscheinlich einige Zeit noch sehr anstrengen, dass wir den richtigen rechtlichen Rahmen haben. Vom Prinzip her ist es klar, wie das funktionieren soll, so wie im analogen Bereich. Von der Praxis her ist es natürlich so, dass wir in einer neuen Konstellation stehen. Wir haben nicht nur das Verhältnis kunstschaffender Produzent, sondern Weiterverwerter, wie YouTube, wie Facebook, wie auch immer, und unterschiedliche Nutzerverhalten und unterschiedliche Verwertungsverhalten. Das heißt, wir stehen in einer neuen Konstellation, die ist aber packbar, das ist bewältigbar. Man muss halt Google erwischen, ja, zum Beispiel. Ja, man muss diese großen Anbieter erwischen, dass sie sozusagen in diesen rechtlichen Konstellationen auch konstruktiv mitwirken wollen. Ich kann nur sagen, ein Beispiel gibt es aus unserer Geschichte. Google hat vor vielen, vielen Jahren, vielleicht war das so um die Zeit herum Google Books,
wie Google Books aufgetaucht ist, als Versuch, sämtliche Werke der Weltliteratur, die schon erschienen sind, zu scannen und freizuschalten für den Tag X als vergriffene Werke. Und wir verhindert haben, dass es diese Art von Google Books gibt, nämlich ganze digitalisierte Werke, die kostenfrei und rechtefrei für Google genutzt worden wären. Wir haben das damals verhindert. Das war eine relativ weltweite, mehr als europäische Aktion. Und das macht mir auch Mut, sozusagen auch mit den größten Nutzern von Urheberrechten auch handelseins werden kann. Manchmal braucht es ja dazu auch Gerichte. Danke für die Ausführungen. Vielleicht ganz kurz da hineingehakt. Wir haben jetzt über Google als eine der Plattformen gesprochen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen auch unterscheiden, dass es natürlich unterschiedliche Plattformanbieter dort drinnen gibt, weil Google ist natürlich einer mit YouTube große Videoplattform. Dort gibt es ja zumindest, soweit mir das bekannt ist, Regelungen davon, dass man die Urheber an den Umsätzen, die Google macht, auch beteiligt. Jetzt kann man darüber philosophieren, ob die hoch genug sind oder nicht hoch genug sind. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich glaube, das ist etwas, wo die Frau Göschel wahrscheinlich mit ihrem Verein sehr kämpft damit, dass es natürlich auch Sharing-Plattformen gibt, wo, ich sage jetzt einen berühmten Namen, nämlich der Kim.com, sich, glaube ich, mehrere Häuser in Australien verdient hat und erstens einmal keinen Strich dazu gemacht hat und zweitens einmal natürlich auch der Urheber keinen Groschen davon gesehen hat. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen von Plattformen und ich glaube, wir sollten uns heute noch darüber unterhalten, wie man sozusagen diese Plattformen erwischen kann. Sie haben gesagt, wie man Google erwischt. Die Fragestellung ist aber natürlich auch, wie man diese anderen erwischt. Darf ich? Ich bin ein Nutzer von diesen Google Books und bei mir ist das Buch immer zu Ende, wo Ihre Rechte beginnen, nämlich dann ist aus. Und ich habe keine Chance, dieses Buch zu erwerben. In Wien gibt es das nicht. Und ich würde gerne 40 Euro einwerfen. Aber ich schon. Gut. Wir kommen zu dem Thema. Kommen wir sicher noch. Dann noch. Halt noch, ja. Aber vielleicht versuchen wir mal herauszuarbeiten, wo die Problempunkte liegen und sozusagen wen wollen wir denn erwischen. Darf ich ein bisschen ein paar Schritte zurück machen, weil ich glaube, ich möchte noch die Frage, wieso brauchen wir das Urheberrecht oder ein neues Urheberrecht? Auch zuerst eine Replik auf Ihr Kommentar. Es hat immer das Recht auf Privatkopie gegeben, gab es schon immer, gibt es noch immer. Es ist aber, wenn ich es online stelle und mit Tausenden, Hunderten teile, dann ist es nicht mehr Privatgebrauch und deswegen ist es problematisch. Weil im Internet ist die Vervielfältigung, Verbreitung und so weiter und öffentlich zur Verfügungstellung ganz, ganz einfach geworden. Also das nur ein Kommentar dazu. Was ist das Urheberrecht? Das Urheberrecht ist ein Schutzrecht und ein Grundrecht. Es ist das Recht, selbst zu entscheiden, wer, wann, wo, wie und ob überhaupt geistiges Eigentum verwendet werden darf. Insofern wird in dieser netzaffinen Publikum sicher ein Verständnis dafür entstehen, weil Sensibilität für Datenschutz und Privatsphäre vorhanden ist. In beiden Bereichen, Datenschutz, Privatsphäre, Urheberrecht, haben wir es mit Anbietern im Internet zu tun, die Werke oder Daten verwerten, ohne den Inhaber zu fragen und ohne ihn daran zu beteiligen. Der Anlass für die Diskussion ist die Reform der Urheberrechtsrichtlinie, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, als es noch keine Plattformen gegeben hat. Jetzt haben wir es mit einem Online-Markt zu tun, wo dominante Plattformen beherrschen. Sie nehmen 62% ihrer Einnahmen aus der Monetarisierung von kulturellen Inhalten, ohne die Rechteinhaber zu vergüten, ohne den kreativen Mehrwert zu bezahlen. Die Reform soll jetzt diese Lücke in der EU schließen, indem sie die Lizenzierung von kulturellen Inhalten auf Online-Content-Sharing-Services gewährleistet. Das sind primär Facebook, YouTube, diese ganzen Plattformen, wo man Inhalte von Nutzer hochgeladen werden können. In denen diese Services, also die Plattformen, aktiv Inhalte verwalten, gestalten, optimieren und öffentlich zur Verfügung stellen, sind sie nicht neutrale Vermittler und daher auch verantwortlich.
Nicht betroffen sind Online-Enzyklopädien, wissenschaftliche und journalistische Plattformen, Open-Source-Blogging und so weiter. Auch User werden nicht zur Kasse gebeten oder durchleuchtet. Also geht es wirklich um Internetgiganten, die den Teufel an die Wand malen, weil sie nicht reguliert werden wollen, weil sie nicht zahlen wollen. Sie leben ganz gut mit der Verwertung von Eigentum anderer und nochmals, es sind auch ihre Daten, von denen sie leben. Das ist meine Stellungnahme jetzt, wieso wir das Gesetz brauchen. Wenn wir über illegale Anbieter reden wollen, die machen mehr oder weniger genau dasselbe, nur dass sie überhaupt sich der Verantwortung entziehen, indem sie die anonym unterwegs sind, sie sich hinter mehrere Privatisierungs- und Anonymisierungsschichten verstecken, schwer greifbar sind, auch nicht für die Kriminalbehörden. Also das Cyberkriminalität ist ein größeres Problem, wäre noch von Wirtschaftskriminalität. Ich würde nicht behaupten, dass die Online-Plattformen Wirtschaftskriminelle sind. Also das ist für mich einmal der Unterschied und da gibt es ganz verschiedene Zugänge. Also wir können jetzt vom Europaparlament darüber debattieren, was gemacht werden muss mit den legalen Plattformen. Das muss geklärt werden. Es müssen Inhalte lizenziert werden oder auch nicht, wenn der Rechteinhaber nicht will. Und es müssen alle zusammenkommen, so wie wir heute alle zusammenkommen und darüber reden und tatsächlich eine Lösung finden. Aber wir können uns nicht mit den anderen hinsetzen. Der Kim.com wird nicht kommen, wenn ich ihn einlade. Nein, natürlich. Darf ich mich einhaken? Gerne. Gehe ich ganz d'accord, dass quasi alle an einem Tisch sitzen müssen, damit dann ein gutes Ergebnis rauskommt. Und ich glaube, daran krankt auch der aktuelle Entwurf ein bisschen, dass es eben über viel zu lange Zeitraum nur um bestimmte Stakeholder ging, nämlich um diejenigen, die Geld verdienen mit den Inhalten. Und das sind ja oft nicht mal die Schöpfer selber. Letztendlich den Internetgiganten und ihren Lobbygruppen, die versuchen, das zu verhindern. Und wer dabei komplett übersehen wird und meistens nicht am Tisch sitzt, und es ist ein typisches Designproblem, wenn man nicht alle Perspektiven von Anfang an mit einbindet, dass dann meistens nicht das beste Ergebnis rauskommt, sind eben die User selber, die ja oft, selber auch nicht Copyright verletzen möchten, denen aber manchmal gar nichts anderes übrig bleibt, weil die momentane Lage viel zu unübersichtlich ist in Europa. Also von dem her möchte ich ergänzen, wir brauchen eine Harmonisierung, aber eben nicht nur was die Vergütungsstrukturen angeht, sondern eine Harmonisierung, die auch eine Rechtssicherheit für uns alle schafft, die wir das Internet mitgestalten. Und da spreche ich für die Wikimedia-Community natürlich, aber es betrifft auch ganz viele andere Plattformen, die noch viel kleiner sind und sich nicht mal ansatzweise eine Interessensvertretung oder Lobbyarbeit leisten können. Und nur um ein Beispiel mal herauszuheben, das Thema Panoramafreiheit ist was, was vor 2 Jahren auch ungefähr hochgekocht ist, wo wir alle mal gehört haben, was es überhaupt ist, weil in Österreich und Deutschland ist es ein sehr liberales Panoramafreiheit. Das heißt, wir dürfen rausgehen, Fotos machen und auch von Gebäuden, die von Architekten stammen, die jetzt noch nicht über 70 Jahre tot sind, können wir diese Fotografien dann verwenden für was auch immer wir möchten, auch kommerziell. In anderen Ländern in Europa ist das sehr anders, aber selbst zwischen Deutschland und Österreich, die mitunter liberalsten Auslegungen dieser sogenannten Panoramafreiheit haben, gibt es schon Dinge, die extrem schwierig zu bewältigen sind, selbst wenn man es richtig machen möchte. Und da gibt es zum Beispiel den Fall vom 100-Wasserhaus, wo in Deutschland es wichtig ist, dass eben der Fotograf auf öffentlichem Raum steht, wenn er das Foto macht. Und in Österreich ist nur wichtig, dass das Gebäude im öffentlichen Raum ist. Jetzt gibt es ein schönes Foto vom 100-Wasserhaus, das vom gegenüberliegenden Gebäude vom Dach aus gemacht worden ist, das in Österreich legal ist und in Deutschland illegal. Und das ist jetzt, und das ist auch im Gericht so entschieden worden. Ja? Und wie soll da ein Wikimedia-Autor oder Autorin, die wirklich alles richtig machen möchten, damit umgehen? Und wie sollen Leute, die das auf ihrem privaten Blog, wo dann vielleicht noch eine Werbeanzeige läuft oder so, und damit schon kommerziell ist? Das gleiche Foto, das der Mann in Österreich vom Dach gemacht hat, das ist dort illegal oder wenn es dort gemacht worden wäre? Nein, es ist illegal, wenn es dort verwendet wird in diesem. Also das Foto, das bei uns gemacht wurde und hier legal ist, ist dort illegal. Also nach österreichischem Recht darf es so sein, nach deutschem Recht nicht. Genau, in Deutschland kann aber wenn es hochgeladen wird in Deutschland, dann ist es, gilt ja wohl deutsches Recht, nicht? Oder ja, nicht, aber ja. Wie soll das noch irgendjemand durchsteigen? Also das ist jetzt nur zwischen 2 Ländern, die eigentlich, sage ich mal, 90% Deckungsgleichheit in diesem Ding haben. Wenn wir dann nach Frankreich gehen, da ist Panoramafreiheit gar kein Thema, da wird es noch viel schwieriger. Das heißt, mit Urlaubsfotos, Urlaubsblogs, Wikimedia, Wikipedia, wie sollen
die normalen User, die Nutzer des Internets damit noch umgehen können. Und allein deswegen braucht es eine Harmonisierung, die eben auch unserer Realität gerecht wird, weil momentan haben wir einen sogenannten Reality Gap, also unsere Nutzung des Internets, was das Internet heute ist, wird überhaupt nicht abgedeckt vom Copyright. Und das war eigentlich auch, warum sich jemand wie Julia Reda dafür so stark eingesetzt hat, das zu modernisieren und anzupassen auf die Gegebenheiten. Ist das so wichtig? Ja, also ich sehe das komplett und das sehen wir auch, und niemandem soll Geld weggenommen werden, aber eine Perspektive, die halt da ganz schnell unter die Räder kommt, wenn man versucht, die Internetgiganten zu erwischen, sind eben all die anderen kleineren Plattformen, die von diesen Regelungen, wie zum Beispiel, da kommen wir nachher dann noch drauf, sogenannte Upload-Filter oder Vorfilter, genauso erwischt werden, und das aber eigentlich Menschen sind, die kreativ sind, die innovativ sind, die das Internet mitgestalten, Dinge wie die Wikipedia könnten unter gewissen Umständen ja gar nicht mehr entstehen heutzutage. Oder es ist jetzt schon schwierig genug nach einer Copyright-Novelle, wie sie momentan in der Diskussion ist, wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, der mitdiskutiert werden muss, neben den sehr berechtigten Einwänden der, der Urheberinnen und Urheber, was die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Internet machen. Und deswegen setzen sich ja auch Leute, die das Internet von Anfang an mitgeprägt haben, wie Tim Berners-Lee oder Jimmy Wales, dafür ein, weil sie sagen, das Internet, wie wir es kennen und wie wir es schätzen und in das wir unsere Hoffnung gesetzt haben, ist schwer bedroht von diversen Dingen, aber unter anderem eben auch von Entwicklungen, wie wir sie momentan hier in Europa haben. Gut. Nachdem der Max noch nichts gesagt hat, versuche ich jetzt den Ball von hier nach drüben zu spielen. Wir haben vorher gehört über Plattformen und Plattformbetreiber, die sozusagen diejenigen sind, die man hier erwischen will, glaube ich, habe ich gehört. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist YouTube einer der großen Punkte, über den wir hier diskutieren. Aber auf der anderen Seite, die Fragestellung ist natürlich schon auch, was ist denn ein Plattformbetreiber und könnte es nicht so sein. Wir haben in der Digital Society eine Webseite, sage ich jetzt einmal, da kann man auch was raufladen. Ich meine, wir haben nicht vor und kein Geschäftsmodell, dass wir mit urheberrechtlich geschützten Werken statt unserer Mitgliedsbeiträge Einnahmen generieren, aber könnte mich das nicht auch erwischen? Danke, ich würde nur sagen, einem Juristen zu einem unbestimmten quasi Gesetzesbegriff zu fragen, ist ganz schwierig, wenn man den Abend relativ mit langweiligen Ausführungen verbringen möchte. Aber erlauben wir vielleicht ganz kurz, also super Thema, es geht um den EuGH, was ist neutral, und quasi, das ist die eine Frage, die Kollegin hat schon angesprochen, wenn er quasi aktiv mithilft, aber ich sage mal, jeder, der eine Webseite hat, versucht die Webseite so kunden- oder nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, damit das einfach funktioniert, Beispiel WordPress. Das Problem ist, wenn man dann sagt, naja, also du machst eigentlich mehr als neutral zu sein, du unterstützt das jetzt schon aktiv. Nein, du würdest die Leute meine Plattform benutzen, aber dann hast du, aber wenn du die Leute zu sehr unterstützt, bist du nicht mehr neutral, weil du sie aktiv unterstützt. Wunderbar, gibt es dazu EuGH-Judikatur, es gibt keine klare Lösung, aber man kann sich da wunderbar drin vertiefen. Was du angesprochen hast, kann es gefährlich sein für eure Webseite? Ich sage mal, wenn man auf den Wortlaut der Regelung schaut, würde ich jetzt mal sagen, na, das sind jetzt eigentlich nur die zwei großen gemeint. Das Problem ist, die Slippery Slope, und das haben wir schon sehr oft im Internet gesehen, dass man gesagt hat, wir führen etwas ein, es ist wirklich, wirklich nur für die zwei, und dann ein paar Jahre später sagt man, naja, es ist nicht für die zwei, aber es ist für die größten 10. Und ein paar Jahre später sind es dann eigentlich alle. Also das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den wir sehen beim Upload, also bei vielen Punkten, wo wir sagen, diese konkrete Maßnahme erscheint jetzt gerechtfertigt oder subjektiv aus der Sicht einiger gerechtfertigt. Was wir uns natürlich als ISPA fragen, wie schaut es aus mit dieser Maßnahme, wenn sie auf alle angewendet werden müsste? Und ich habe das vorhin bei der Vorstellung vielleicht kurz verschwiegen. Was uns als ISPA sehr, sehr wichtig ist, ist der Wettbewerbsaspekt. Es soll jeder die Rahmenbedingungen im Internet vorfinden, dass er sein Businessmodell verwirklichen kann und vielleicht auch die jetzt am Markt gerade groß sind, in Frage stellen kann. Und wenn wir über Facebook und Google reden, das sind weniger als 1% unserer Mitgliedschaft. Was wir aber sehr viel haben, sind zum Beispiel, denken wir nur an Will Haben, die haben pro Tag, glaube ich, fast 100.000 Anzeigen, die hochgeladen werden. Da kopieren dann User zum Beispiel das Cover von einer CD ab. Und für die wird es dann schon schwierig, eine derartige Maßnahme umzusetzen. Und aus dem Grund sind wir da extrem vorsichtig.
Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist auch etwas was Schönes bei allen Podiumsdiskussionen, dass man sich da gegenseitig recht geben kann. Was wir natürlich alle wollen, ist, dass Künstlerinnen und Künstler bzw. Kulturschaffende davon leben können, was sie tun. Dann ist die Frage, warum funktioniert das nicht? Und ich denke, man kann da ganz offen sagen, da muss man sich über das Urheberrecht anschauen und wie es vertreten wird, welche Gremien und Beiräte es da gibt. Und ich stelle einfach in den Raum, dass Österreich längste Zeit ein Schwellenland war, was quasi legale Inhalte im Internet angeht. In meiner Studienzeit, ich habe Spanisch gelernt und habe dann versucht, mir Kinofilme auf Spanisch anzusehen. No way, dass das legal irgendwie gegangen wäre. Bei iTunes habe ich bekommen den Film, aber nur in einer deutschen Version, vielleicht mit englischen Untertiteln. Und die Anbieter, die am Markt überhaupt Fuß fassen konnten, waren die großen US-amerikanischen Anbieter, weil die haben alle Rechte gehabt und haben sie dadurch quasi auch im Internet relativ leicht ihre Produkte anbieten können. Aber Europa hat 28 Rechtsordnungen, in jedem Land, sage ich mal, mindestens 5 Verwertungsgesellschaften. Da irgendwelche Rechte zu bekommen, um was legal anzubieten, ist eine Sisyphusarbeit. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Anbieter aus dem Ausland kommen. Netflix setzt sich nicht mit Verwertungsgesellschaften an den Tisch, weil die brauchen sie nicht. Die machen das selbst. Die haben alle Rechte und die müssen sie nicht mit uns herumstreiten, die können das dem Kunden verkaufen. Wohingegen wir in Österreich in unserer sehr gewachsenen, vielleicht nicht optimal effizienten Struktur sagen, puh, das ist aber schwierig, da müssen wir ganz lange miteinander reden, vielleicht können wir dann irgendwann mal was online stellen, aber nur sobald die Verwertungsfenster vorbei sind fürs Kino, weil da gibt es Regelungen bei den Förderungen. Also da haben wir völlig selbst verschuldet uns nach hinten katapultiert. Und jetzt Google, Facebook, Netflix vorzuwerfen, dass die da besser unterwegs sind als wir, ja, lenkt vielleicht ein bisschen von den Ursachen des Problems ab. Jetzt muss ich doch ein bisschen grundsätzlich über das Urheberrecht reden und über die Unterschiede, die für uns wichtig sind. Wir unterscheiden juristisch zwischen dem Urheberrecht und dem Copyright. Wir in Mitteleuropa haben das europäische Urheberrecht, das heißt jedes Recht geht vom Urheber, von der Urheberin aus. Das Copyright heißt, ich verkaufe pauschal einem Verlag, einem Verwerter, einem Produzenten alle Rechte, inklusive Merchandising, Persönlichkeitsrechte, egal was auch immer. Und das ist in Europa halt ganz, ganz wichtig. Ich sage auch warum, weil es inhaltliche Gründe hat. Man kann es beispielsweise daran merken, dass es sehr viele Popkünstlerinnen und Popkünstler gibt, die nicht gespielt werden wollten bei FPÖ-Parteien. Veranstaltungen. Warum? Weil sie das Urheberpersönlichkeitsrecht behalten, weil sie es haben. In Amerika kann man auch protestieren, aber es wird nichts helfen, weil ich habe das einem Produzenten verkauft und wenn der ja sagt, dann hat er dieses Recht. Das heißt, für uns ist das europäische Urheberrechtssystem, alles Recht geht von den Künstlerinnen und Künstlern aus, sozusagen ein zentraler Bestandteil. Dass das Komplikationen implementiert, das ist mir schon klar. Dass der amerikanische Produzent sagt, okay, ich habe alle Rechte, alles ist Buyout und da habt ihr es, ja. Und wir machen das einfach, das ist schon klar. Nur dort sind auch von mir aus gesehen die Künstler und Künstlerinnen Dienstleister für diese Betriebe. Wir verstehen uns aber nicht als Dienstleister oder Dienstleisterinnen, sondern als Künstlerinnen und Künstler und als Unabhängige. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied und das macht es kompliziert, das gebe ich schon zu. Aber, und das muss man auch sagen, es hat in Europa eine sehr ausdifferenzierte kulturelle Medienlandschaft geschaffen mit ganz verschiedenen Filmhandschriften zum Beispiel, Musikhandschriften. Dass das jetzt alles ein bisschen planiert wird, sehen wir eh, aber ich hoffe doch, dass ich das wieder ausdifferenzieren kann, dass es ganz eigenständige kulturelle Entwicklungen parallel gegeben hat in Europa und ich glaube, das ist Bereicherung und nicht Verarmung. Dass natürlich manchmal Zugangsschwierigkeiten bestehen, glaube ich gern, aber wie gesagt, da muss man schauen, welche Regulatorien es gibt, dass sich das sozusagen ändern lässt. Noch was wollte ich sagen, nicht alles trifft auf alles zu, vielleicht reden wir dann noch über die Richtlinie, weil meines Wissens will haben oder Wikipedia überhaupt nicht einbezogen in die zum Beispiel in die technischen Vorkehrungen. Und ich gehe noch einmal aufs Analoge zurück. Im Analogen war für uns immer klar, ich muss jemanden die Rechte einräumen, die ich habe. Und jemand muss die Rechte eingeräumt bekommen haben, die kann es auch herschenken.
Ja? Aber es muss einen Rechtsvorgang geben, das war immer klar. Von mir verlangt jeder Verlag, dass ich ihm erkläre, dass ich im Besitz meines Urheberrechts bin. Sonst hafte ich gegenüber dem Verlag. Das heißt, und das ist jetzt mehr oder weniger ins Wackeln gekommen oder fast außer Kraft gesetzt worden oder de facto außer Kraft gesetzt worden. Und um nichts anderes geht es. Es geht um dieses Rechtsprozedere, um dieses Vertragsprozedere, das immer der Usus war und das immer der Usus bleiben soll. Ich kann zum Beispiel, und das ist jetzt nur der Schluss von dem, was ich dazu sagen habe, ich kann mit Facebook, ich kann mit Google, ich kann mit Amazon eigentlich keinen Vertrag abschließen, sondern ich habe immer nur allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist zu wenig. Ja? Ich will vertragsfähig bleiben als einzelne Person und auch, und jetzt kommt es dazu, auch die Möglichkeit haben, auf meinem Recht zu bestehen und es allenfalls auch durchzusetzen. Vielleicht ganz kurz auf das zurückkommend. Ich habe zwei verschiedene Dinge da gehört. Ja, das Urheberrecht ist natürlich in Europa ein anderes als in Amerika. Das zweite Thema, das wir aber auch schon besprochen haben, ist, dass wir heute sehr viele verschiedene Urheberrechte in Europa haben und dafür natürlich eine Vereinheitlichung es auch einfacher machen würde. Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge, die da mitschwingen würden. Vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir es auch noch mit angerissen haben und ja, wir kommen dann danach quasi zu vor allem diesen umstrittenen zwei Passagen im europäischen Urheberrecht. Wir haben ja auch noch ein zweites Thema, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Wir haben natürlich auch im Bereich der Presse ein Problem, weil derzeit es gibt in der sage ich mal Medien allgemein im Journalismus das Thema, dass wir natürlich auch dort Personen haben, die Content erstellen. Und die Problematik, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass sozusagen immer weniger Geld bei den Journalisten ankommt. Die Frau Bettel kann wahrscheinlich da mehr dazu sagen als ich, aber es gibt zwei Phänomene da drinnen. Das eine Phänomen ist, dass dem Staat die Presse weniger wert ist, weil die Medienförderung in den letzten paar Jahren um die Hälfte gesunken ist. Und gleichzeitig, war ja kein Problem, wenn sozusagen auf der anderen Seite das Geld daherkäme, gleichzeitig durch die Werbeplattformen, und wir sprechen da wieder über die gleichen, über die wir vorher schon gesprochen haben, also vor allem Google und Facebook, sehr, sehr viel an Werbeeinnahmen generiert wird. Das heißt, es kommt insgesamt weniger Geld auch bei denjenigen an, die die Journalisten zahlen, also vor allem die großen Medienhäuser und Verlage. Und auch dort ist eine Forderung im Urheberrecht drinnen, wo man sagt, naja, wir hätten gerne eine Lösung dafür, dass mehr Geld bei denen ankommt, die Content produzieren, also bei denen, die recherchieren, die schreiben, die also Arbeit reinstecken dort. Also wir haben auf der einen Seite Musik- und Filmindustrie, wir haben die Autoren und wir haben auch die Journalisten, die sozusagen in dem Urheberrecht mitbehandelt werden sollen. Wollen Sie noch vielleicht irgendwas, was ich vergessen habe? Also zum Finanzproblem der Medien, was ja dazu führt, dass das Thema, das wir dann auch noch behandeln, wenn das Leistungsschutzrecht zum Beispiel verlangt wurde oder verschiedene andere Dinge. Der ORF ist seit Jahren davon betroffen, dass Zeitungsverleger dem ORF verschiedene Dinge verbieten wollen, zum Beispiel, weil sie zu wenig verdienen. Also natürlich ist es so, dass es durch die diversen digitalen Veränderungen, sage ich mal so, ja, früher haben die Zeitungen, also die Papierzeitungen von den Kleinanzeigen gelebt, vielfach, ja, das waren viele kleine Beträge, das gibt es halt alles nicht mehr oder kaum mehr, ja. Das gibt es halt heute eben Willhaben oder was auch immer, alles Partnerschaftsplattformen und, also das kennen wir alle. Und man muss aber auch sagen, es gibt natürlich auch viel mehr Medien. Also selbst wenn ich die Papierzeitungen anschaue, ja, wie viele Gratiszeitungen es heutzutage gibt, das hat es früher nicht gegeben. Ja. Da gab es dafür mehr Parteizeitungen und Bezirkszeitungen vielleicht, aber ich glaube, es hat sich einfach dieser Kuchen sozusagen, es kommen nur mehr Brösel an da an. Was die Presseförderung betrifft, sehen wir ja auch seit Jahren, dass die Politik, die Ministerien,
Stadt Wien und so weiter sozusagen Presseförderung in Form von Inseraten vergeben, was nicht transparent ist, was keinen Qualitätskriterien entspricht. Also das wird dann danach vergeben, von wem ich erwarte, wahrscheinlich, dass dann für mich positiv schreibt oder so. Ja? Also ich glaube, man muss das schon miteinander denken, dass es hier eine andere Lösung geben muss, wie man dafür sorgt, dass Journalismus, genauso wie eben Kunst und Kultur, Kreatives, Innovatives genug hat, um leben zu können und entsprechend in einem Land auch für Wettbewerbsvorteile zu sorgen. Wir reden immer von der Wissensgesellschaft und so weiter. Ja? Also ich glaube, das muss man mitdenken. Und natürlich, das muss sozusagen wahrscheinlich nicht EU-weit geregelt werden, aber in Österreich wäre das auch dringend einmal notwendig. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, Frau Wetzel hat das völlig richtig gesagt. Sie hat gesagt, es gibt kommen noch Brösel an und die sagen, ja, es hat ein paar Zeitungen im wahrsten Sinne, dass man das aufgebröselt. Wir sehen die Situation der Verlage, also der Presseverleger, und ich denke, was wir hier auch beobachten, ist auch, dass sich das Leseverhalten geändert hat. Sie hat die Plattformen angesprochen, die für Kleinanzeigen, da hat sich einfach sehr, sehr viel getan, und den Zeitungen, so wie sie früher existiert haben, sind ein bisschen die Fälle weggeschwommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Schuld da wirklich bei Suchmaschinen und dergleichen liegt, sondern ich denke, es hat sich einfach da sehr viel geändert, die Einnahmen sind zurückgegangen, und wir haben einen riesigen mächtigen Stakeholder, die Zeitungen, die auch bestimmen, wer gewählt wird, und der ist dann zur Politik gegangen und hat gesagt, wir haben ein wirtschaftliches Problem, aber die gute Nachricht ist, wir wissen, wo Geld ist, und wir haben jetzt zwar keine wirklich solide Begründung, aber wir hätten das Geld gern von Google und Facebook. Und wenn man dann fragt, ja, warum wollte das Geld sein, sind ja die, weil sie geben ja unsere Informationen weiter. Nur wenn man sich anschaut, was machen diese Medien, die bringen dann ein Bild und vielleicht noch die Überschrift und zwei Zeilen Text. Und wenn die Nutzerin oder der Nutzer sich dafür interessiert, wird er draufklicken und kommt dann in der Regel zu der Zeitung, inklusive der Werbungen. Und jetzt sagt man zu den Suchmaschinen, naja, dafür, dass du quasi überhaupt mich aufnehmen darfst, wollen wir Geld von dir. Da sagt die Suchmaschine, naja, nicht böse sein, aber nein, also du kriegst kein Geld, weil alles andere, was ich in meiner Suchergebnislisten habe, denen zahle ich auch nichts, warum soll ich jetzt euch auf einmal was zahlen? Und die Suchmaschine sagt, seit 1994 gibt es die Möglichkeit, wenn du nicht willst, dass wir dich indexieren, dann setz ins Hauptverzeichnis deiner Webseite den sogenannten robots.txt. Das ist eine Datei, da schreibe ich rein, do not disallow, und dann schreibt man rein, welche Teile der Zeitung nicht indexiert werden sollen. Und daran halten sich die großen Suchmaschinen. Und wenn Sie können auf die Webseiten gehen der großen Zeitungen, also gehen Sie einfach rein, /robots.txt, dann sehen Sie, was da drinnen steht. Bei den meisten steht, du kannst alles indexieren. Das heißt, das ist eine komische Forderung, man regt sich darüber auf, dass sie das tun, dann sagen die, naja, wir können sich gerne darauf verzichten, dann heißt es, nein, macht es trotzdem. Also, da können wir nicht nachvollziehen, warum es, auf was für einer, möchte ich sagen, moralischen Grundlage, weil jetzt, natürlich, wir verstehen, es geht den Presseverlegern schlecht, aber jetzt zu sagen, ich habe das Geld, gebt uns welches, ist, glaube ich, eine relativ dünne Argumentationslinie in dem Kontext, und ich denke, das ist wieder typisch, auch ein bisschen österreichisch, weil wir sind ja da in Europa führend. Wired, kennen Sie vielleicht, das US-amerikanische Magazin, gibt es auch jetzt eine englische und eine deutsche Ausgabe, die sagen mir auf meinem Android-Handy, du hast schon zwei Artikel gelesen dieses Monat, es tut mir leid, du kannst nicht mehr lesen. Und ja, ich habe daraufhin ein Abo abgeschlossen und lese das jetzt. Und zum Beispiel große Suchmaschinen haben Angebote, also haben Programme, wo sie sagen, schauen wir, dass wir die Nutzer, die bereit sind dafür zu zahlen, wenn du Geld möchtest, möglichst einfach dorthin bekommen, dass sie zahlen, die hinterlegen bei unseren Kreditkartendaten oder von mir aus beim dritten Anbieter, und wenn der Kunde deinen Beitrag lesen will und ihm das 5 Cent wert ist, dann soll er nur zweimal klicken müssen und er ist dort und du kriegst das Geld. Aber statt dass man sagt, man versucht auf Partnerschaften einzugehen und zu überlegen, wie können wir das Geld
dass die Nutzerinnen und Nutzer hoffentlich bereit sind auszugeben, zum Verlag bringen, sagen wir, nichts da, wir hätten ja eine Pauschalabgabe und wenn die Politik nicht tut, was wir wollen, dann revanchieren wir uns bei der nächsten Wahl. Das ist die gute Zusammenfassung. Also, das stimmt nicht ganz, ja, würde ich sagen, nicht ganz, um nicht zu sagen, es ist total falsch. Es ist so, also ich meine, da muss ich mich ja wirklich mit Blindheit schlagen, dass ich merke, dass die Werbegelder wandern. Ja? Und warum wandern Werbegelder? Weil die Aufmerksamkeit woanders hingelenkt wird. Das ist doch eh ganz einfach. Naja, wenn alles unter dem Cover Google News läuft, egal welches Medium es ist, dann sind das Google News. Das sind keine Kurier-News, das sind keine Kronen-News oder was auch immer News, das sind Google News. Ja? Das heißt, hier wird alles zusammengefasst und das sind die verschiedenen Rubriken von Google News. Da steht auch Unterhaltung, weil die kennen den Kulturbegriff überhaupt nicht. Also da muss alles Unterhaltung sein. Und das heißt, Google formatiert damit etwas und auch ein Nutzerverhalten, das ist doch eh vollkommen klar und lenkt ab. Ich bin nicht der Meinung, dass Google News zusperren sollte. Ich bin sehr dafür. Google News braucht man nicht, ja? Sage ich einmal. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn es Google News nicht gibt. Also ich weine Google News keine Tränen nach, weil das ist immer dasselbe. Man schaltet sich wo dazwischen, zieht alles an sich und sagt dann, ja, aber eigentlich bin ich eh nur gut für dich. Das war übrigens mit der neuen Weltbibliothek nicht anders. Wieso wehrt sich dagegen, dass eure Bücher alle digitalisiert werden und wir euch nichts dafür zahlen? Es ist doch die neue Weltbibliothek, wir tun doch nur Gutes. Wir wissen, Google tut immer nur Gutes. Ich bin da eher skeptisch und ich glaube, wer Gutes tun will, soll auch sich beteiligen an den Kosten. Und tut mir leid, aber Unternehmen wie Google oder andere, die beteiligen sich an keinen Kosten. Ja, ich wollte es nur sagen, es ist ein bisschen ärgerlich, die zahlen keine Steuern und gar nichts, schöpfen Gewinne ab und dann sind sie noch diejenigen, die einfach eh nur gut sind zu den Medien und zur Öffentlichkeit. Das stimmt doch so nicht. Das wollte ich einfach sagen. Ich möchte da vielleicht was widersprechen. Darf ich noch ergänzen? Ich ergänze nur ganz kurz. Facebook und YouTube sind vielleicht 1% ihrer Mitglieder, aber die sind 90% vom europäischen Markt mindestens. Und deswegen ist es ein Thema, deswegen sind sie relevant. Nicht, weil sie 1% der Mitgliedschaft der ISPA sind in Österreich. Das haben wir auch nicht diskutiert, sondern ich glaube, gehört zu haben, dass das Monopolisten nicht die Meinung von Google alleine vertritt, weil ich sage immer, es ist ein Mitglied von vielen, verstehe ich. Gut, aber ich glaube. Auf den Herrn Ruiz möchte ich nur sagen, also ich versuche Google zu vermeiden, wo es geht. Ich versuche Microsoft zu vermeiden, wo es geht und so weiter. Ja, ich gehe auch nicht zu Starbucks und. Also es liegt auch an uns zu schauen, dass wir etwas gegen die Macht dieser Konzerne tun, die keine Steuern zahlen. Ich habe einen Mac. Okay. Die zahlen auch keine Steuern. Aber ich zum Beispiel finde, also Google News, wenn ich etwas suche, zum Beispiel es ist irgendein Ereignis geschehen und ich will wissen, wo finde ich jetzt die News dazu? Ja, welche Medien haben jetzt gerade aktuell vor einer halben Stunde, 10 Minuten oder was auch immer berichtet? Dann freue ich mich, wenn eine Suchmaschine so gescheit ist, dass sie das filtert und mir nicht irgendwelche Grundlagen-Websites gibt. Also insofern sage ich nicht, wozu brauchen wir Google News. Ich bin auch traurig, wenn ich wie Sie in meiner Recherche, egal ob als Journalistin oder auch wenn man irgendwie wissenschaftlich arbeitet zum Beispiel, Literatur suche und dann finde ich was und dann habe ich nur eine Seite oder so. Ja? Also wenn eine Literatur, ein altes Werk nicht mehr verfügbar ist oder ich müsste nach Chicago fliegen, um dieses Buch dort in einer Bibliothek zu finden, dann freue ich mich, wenn irgendjemand, wie auch immer, dafür kann man Regelungen finden, dieses Buch digitalisiert hat und mir zur Verfügung stellt. Genau. Und sei es die Österreichische Nationalbibliothek in Zusammenarbeit zum mit irgendwem. Ja? Aber wenn die das nicht machen und Google auf den Karren aufspringt, dann war Google halt schneller oder gescheiter. Das muss man auch sagen. Gut. Ich versuche ein bisschen jetzt die Forderungen oder den Wunsch an das neue Urheberrecht zusammenzufassen und ich glaube, dass diejenigen, die hier vorne sitzen, gar nicht so weit auseinander liegen. Ja? Also eines der Themen ist, wir wollen haben, dass die Urheber selbst sozusagen in der Hand haben, mit wem sie Verträge abschließen und wem sie ihre Werke zu welchen Konditionen zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass das unbestritten ist, weil jeder, der irgendwas kreiert, dessen Eigentum ist es und der sollte in der Hand haben, wem es gibt und wie viel Geld er dafür haben will. Also ich glaube, dass das unbestritten ist. Das, was ich daraus abgeleitet hätte, wäre, dass Sie gesagt haben, wir würden uns wünschen, dass da unsere Macht gegenüber Google und den Großen in der Verhandlung eine stärkere wird.
Ja, also das ist der Wunsch da drinnen. Wobei, wie gesagt, aus meiner Sicht Google zumindest oder andere Plattformanbieter derzeit ja schon Verhandlungen geführt haben, aber man offensichtlich sich dort nicht gut ausgestattet gefühlt hat, dass man ein zufriedenstellendes für Ergebnis hat. Für Film gar nicht. Für Musik ein bisschen. Und man kriegt ein bisschen Geld dafür und da gab es Verhandlungen dafür. Wobei, ich glaube auch, dass das Thema ist quasi Plattformbetreiber, und ich komme auf den Kim.com deswegen zurück, weil man jeder kennt, dass er dort auch man diese Herrschaften nicht erwischt hat, weil der Kim.com gesagt hat, ja, das ist ja gar nicht, also auf der Plattform Kino.to sind ja gar keine Filme drauf, das ist irgendwo ganz woanders. Diese Plattformen betreibt wieder der ganz andere und der hat dann gesagt, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass dort was Urhebergeschütztes drauf ist, und damit konnte man niemanden erwischen. Das heißt, es müsste da halt auch klare Regelungen geben dafür, wo man sagt, naja, wenn einer Geld macht dafür, dann wurscht wie, aber dann muss man den verfolgen können. Ne? Weil das, dass man sich da auswinnt und sagt, ich habe ja nichts gewusst, aber trotzdem Millionen macht dafür, das ist irgendwie, macht einen bitteren Beigeschmack, sage ich jetzt einmal. Und bei der Presse, glaube ich, und da glaube ich, kann auch der Max zustimmen, ist es so, dass man gesagt, okay, wie bei allen anderen auch, wir hätten gerne mehr Geld in den Topf, damit diejenigen, die Content produzieren, das gilt auch für die Urheber, mehr Geld in den Topf hinein, wo man mehr verteilen kann. Und das sollte auch bei der Presse so sein. Wenn man es jetzt wegnimmt oder nicht wegnimmt und wie das wieder ein Mechanismus dazu ist, das wäre ja quasi das Urheberrecht dann gefordert oder vielleicht auch andere Rechte, wo man sagt, ja, wie komme ich zu mehr Geld? So, jetzt möchte ich zum tatsächlichen Urheberrecht kommen, weil wir haben jetzt sehr viel über diese Dinge diskutiert und die führen ja auch alle dorthin. Und es gibt im europäischen Urheberrecht jetzt in Wirklichkeit zwei Passagen, die ich gerne herauspicken würde, weil sie momentan am heißesten diskutiert sind. Das eine ist das Leistungsschutzrecht, das der Max schon fast ein bisschen zusammengefasst hat von der Funktionsweise. Das Leistungsschutzrecht ist ein Teil, ein Paragraph im neuen Urheberrecht, der als Vorschlag momentan drinnen steht, wo es darum geht, dass man sagt, naja, wenn sozusagen eine Plattform, Klammer wie Google oder Facebook oder wie immer sie alle heißen mögen, Inhalte von Presseverlagen anzeigt, dann hätte man gerne quasi dafür, dass man diese Inhalte anzeigt, dort Geld gesehen. Das ist sozusagen der Hintergrund des Leistungsschutzrechts. Das heißt, Beispiel, ich gehe in die Google-Seite, ich sehe in der Google-Suche dann Suche nach einem Ereignis, zum Beispiel nach der Pressekonferenz von Herrn Ruiz, habe ich heute zufällig über Google gefunden und bin dann auf einen Artikel vom Standard gekommen, weil der Standard darüber geschrieben hat. Also in dem Fall wäre sozusagen Geld fällig. Dafür, dass das gefunden und angezeigt wird. Der Herr Ruiz hat dann noch auf ein Spezialthema Rücksicht genommen, Google News. Also, weiß nicht, vielleicht bin ich ein atypischer Benutzer, aber für mich hat Google News eigentlich überhaupt keine Bedeutung, ganz ehrlich. Und ich glaube auch für Google hat es keine große. Also, ich glaube, dass Google viel stärker treffen würde, wenn sie für die Suchergebnisse was zahlen müssten. Das Problem dabei, und das ist auf der anderen Seite, dass natürlich diejenigen, die etwas schreiben, und das haben wir auch gerade vorher diskutiert, ja davon abhängig sind, dass ich weiß, dass es etwas gibt. Also gerade bei Neuigkeiten muss ich es auch finden können, weil eine Neuigkeit, die niemand liest, ist nichts wert. Und deswegen, und das hat der Max vorher auch, glaube ich, relativ gut beschrieben, stellt keine einzige Zeitung auch nur irgendeinen Artikel hinter die Robots.txt und sagt, ich will nicht gefunden werden, weil ohne dass ich gefunden werde, macht das keinen Sinn. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten ein bisschen Abhängigkeit. Dieses Leistungsschutzrecht hat es jetzt über relativ starkes Lobbying auch aus Deutschland in die europäische Urheberrechtsrichtlinie geschafft. Das Lustige ist nur, beim Leistungsschutzrecht gibt es auch schon Erfahrungen aus Deutschland, weil die haben das schon seit, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, einigen Jahren. Als totes Recht. 2013. Seit 2013 gibt es das Leistungsschutzrecht, wo genau das drinnen steht. Sie haben gesagt, totes Recht. Mhm. Warum? Bis jetzt. Warum? Weil derjenige, den es treffen hätte sollen, ist ausgenommen. Na klar, weil genau das passiert ist. Die Presseverleger sind gekommen zu Google und gesagt, haben wollen Geld. Und Google hat gesagt, gut, ihr werdet nicht mehr gefunden ab morgen. Daraufhin haben die Presseverleger gesagt, das ist aber gemein. Und daraufhin hat man sich geeinigt, dass man Google aus dem ganzen Thema ausnimmt. Das heißt, es zahlen jetzt nur noch die Kleinen. Sehr gut.
Also jeder, der irgendwo einen Krümel sozusagen Richtung der Presseverlage schickt, müsste dafür zahlen. Und da habe ich auch Zahlen gefunden in der Verwertungsgesellschaft Media, die in Deutschland das Ganze verwaltet und wo das Geld auch landet, sind im Jahresbericht 2017 Einnahmen von 30.000 Euro verbucht zum Thema Leistungsschutzrecht und Kosten für die Rechtedurchsetzung von 2,25 Millionen Euro. Das heißt, dafür, dass man 30.000 Euro einnimmt, gibt man 2,25 Millionen aus. Das heißt, das funktioniert dort nicht. Mal der eine Punkt. Und das zweite, ich glaube, über das haben wir hier intensiver diskutiert und da sind auch die Vertreter, glaube ich, mehr da, die das Thema interessiert. Wie können wir jetzt diejenigen erwischen, sozusagen, die mit urheberrechtlich geschützten Werken auch Geld machen und wie kriegen wir das Geld in die Kasse? Und zweitens, wie, glaube ich, verstärken wir die Verhandlungsposition gegenüber den Großen, wo wir uns momentan zu schwach fühlen? Und das ist der zweite Paragraph, der im Urheberrecht drinnen ist. Und wenn ich es jetzt richtig zitiere, und die anwesenden Herrschaften werden mich sicher gleich korrigieren, aber ich versuche es verkürzt darzustellen, sagt man, der Plattformbetreiber, auf dem sozusagen das Video landet, ist haftbar dafür, dass urheberrechtlich geschütztes Material bei ihm drauf ist und der ist sozusagen derjenige, der in Zukunft derjenige ist, den man belangen kann. Und dadurch hofft man, dass sozusagen man erstens einmal die Kim.coms erwischt und zweitens einmal die Verhandlungsposition gegenüber YouTube verbessert, weil eigentlich hört man in der Diskussion YouTube fast ausschließlich als Plattform. So, das sind die zwei Vorschläge, die da drinnen sind. Und jetzt gibt es auch, fasse es zusammen und dann gehen wir gleich wieder in die Runde, Befürchtungen. Die eine Befürchtung ist bei dem Leistungsschutzrecht, dass es auf europäischer Ebene nicht besser funktioniert als in Deutschland. Zweites Problem, das man dort sieht, dass Leute Angst haben, durch Verlinkung auf Presseartikel quasi gleich in diese Thematik hineinzukommen. Also ich gebe ein kleines Beispiel, ich habe vorher unsere Webseite genannt. Wir haben einen Clubkollegen, der immer wieder in das Forum Presseclippings hineinstellt und sagt, da habe ich was Interessantes gefunden. Jetzt macht sich natürlich sofort jemand, der sowas auf seiner Plattform findet, Gedanken, dass sozusagen er dann auch unter das Leistungsschutzrecht fällt oder dass man sowas nicht mehr tun kann. Und das zweite Thema, und das betrifft eigentlich beide Dinge, die Plattformbetreiber machen sich ein bisschen Sorgen, dass nicht nur das beim Leistungsschutzrecht zutrifft, sondern auch für andere Plattformen zutritt, dass sie halt haftbar gemacht werden für Inhalte, die dort drauf sind, für die ich gar nichts kann. Ich sage es einmal ein bisschen flapsig. Ja, also ich bin ein Betreiber einer Plattform, mir lädt einer was auf und wir kennen das aus europäischem Urheberrecht weniger. In Amerika habe ich ja gleich relativ hohe Geldforderungen dann dahinter und dass ich sozusagen als Betreiber der Plattform vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht zum Handkuss komme. Also das lese ich mit. Und vielleicht können wir über das mal diskutieren, ja, weil ich glaube auf der anderen Seite die Forderungen, gibt es wenige, die dagegen sind, ja, dass man sagt, ja, der Kerl hat was gemacht und Verhandlungsposition gegenüber Google stärken. Ich finde, außer derjenigen, die 1% Max vertritt, Google, aber außer derjenigen, die für Google vertreten, finde ich ganz wenige, die sagen, das ist schlecht. Auf der anderen Seite finde ich aber sehr viele, die sagen, naja, wir haben Angst, dass wir in diesem neuen Urheberrecht irgendwie unter die Räder kommen. Vielleicht sage ich ein paar Sätze dazu, so wie man das sagen kann. Ich glaube, ich habe es heute schon einmal in einer Pressekonferenz gesagt, die technische Entwicklung war ungeheuer rasant. Die organisatorische Entwicklung hat nicht mitgehalten und die rechtliche, ja, beides nicht. Das heißt nicht, wir haben natürlich unsere Plattformen organisieren können, aber sozusagen nicht im Vollausbau. Ich sage meine Geschichte, ich verstehe schon die Sorgen, aber Tatsache ist, jeder von uns, der einen Verlag aufgemacht hat, eine Zeitschrift hat, was hat gewusst, ich brauche eine Redaktion. Ich habe gewusst, es gibt eine rechtliche Haftung, die heißt Mediengesetz. Ja. Ich weiß nicht, also wir haben uns früh damit beschäftigen müssen. Das Internet war von vornherein der große Freiraum. Da war nicht klar, was darf ich, was kann ich nicht, wo endet es. Und da plötzlich ungeheuer viele Möglichkeiten eröffnet und ist eigentlich, die Strukturen sind nicht in demselben Ausmaß mitgewachsen. Ich glaube, das muss
muss jetzt auch passieren. Mir kann man auf meine Webseite nicht was hochladen, was ich gar nicht kenne oder nicht will. Ja? Das heißt, die Frage ist, wie ist eine Plattform konstruiert, wie sie eingerichtet ist. Das ist das eine. Also das heißt, wir kennen ja das Phänomen auf anderen Ebenen, wenn halt, also nicht jeder Post wird irgendwie auch freigeschaltet. Ne? Da werden ja auch die Postingforen moderiert, weil nicht alles sozusagen an die Öffentlichkeit gehen kann, was zum Beispiel ja auch der Fall war in früheren Jahren. Das ist das eine. Das andere ist, wir reden immer gleich davon, da ist dann was verboten. Nein, also beim Urheberrecht war es doch immer so, es wurde ein Rechtsanspruch geschaffen und der wurde dann pauschal abgegolten. Wenn ich heute bestimmte Rechte nutze, dann ich mache das ständig mit meiner Zeitschrift oder so, dann hole ich mir die Rechte. Wenn ich Fotos haben möchte, von mir, von meinen Kollegen und Kolleginnen, dann zahle ich beim ORF für irgendwelche Screenshots oder sonst was 30 Euro und kann diese Fotos verwenden für die Zeitschrift. Ja. Also, und es gibt auch Pauschalregelungen. Es wird diese Verbote überhaupt nicht geben. Im Gegenteil, man will ja Öffentlichkeit haben. Aber es wird Regelungen geben, wahrscheinlich auch Bezahlregelungen, die bei den freien Radios für die Musik oder für die Literatur so gut wie nicht sind. Ja? Weil die zum Beispiel eh kein Geld machen. Ja? Also alle diese Regelungen werden letztlich auch über das Entgelt geregelt und nicht, ich darf da nichts mehr. Das ist ganz wichtig, sondern es wird ein Recht festgestellt, eine Rechtseinräumung und dann gibt es halt sozusagen eine Lizenzierung dafür, das sehe ich so. Das sehe ich für groß wie für klein. Und dann gibt es halt welche, die ausgenommen sind, weil sie eh nicht kommerziell sind, weil sie eh nicht kommerzialisieren. Aber alle Plattformen, egal wie sie heißen, es gibt halt nur die Monopolisten. Bedauerlicherweise, hoffentlich gibt es bald mehr, die sozusagen die Geld damit machen, sind auch imstande, sozusagen Lizenzvereinbarungen zu treffen. Darum geht es im Wesentlichen. Um mehr geht es gar nicht. Wenn ich sage, ich will kein Google News, meine ich damit das Organisationsmodell zu kommen und zu sagen, ich mache das, weil ich kann es und der Rest ist mir wurscht. Das ist eben so nicht. Ja. Es ist schon, wenn dann eine gemeinsame Medienwelt und dass die Zeitungen da unter Druck sind, verstehe ich auch. Die haben sich ja selber kannibalisiert mit den Online-Ausgaben, die sie ja zeitlang verschenkt haben. Und dann haben sie festgestellt, hoppla, ich verschenke die Ausgabe, die ich teuer erstellen muss und habe aber keine Marktvorteile. Das heißt, mit Google News ist es ja sehr ähnlich. Darum ja auch der Versuch der europäischen Lösung. Ja. Wenn die schief geht, dann ist sie schief gegangen. Aber bevor Forscher sagen, das funktioniert eh alles nicht und das ist eh alles nur absurd, das halte ich auch nicht für angemessen. Da gibt es viele Beispiele in der Geschichte, warum es sinnvoll und wichtig war. Kurzum, ich glaube, ja, dass all das, was jetzt an großen Befürchtungen besteht, ich halte das für extrem übertrieben. Ich sage es einmal so, wie ich sehe. Ich sehe auch nichts in dieser Richtlinie drinnen, wo ich sage, wir sind alle gefährdet oder es entsteht Zensur oder ich weiß nicht was alles. Das Internet wird sich so verändern, dass wir es nicht wiedererkennen. Das halte ich eigentlich, ehrlich gesagt, für Kassandra-Rufe, die sind nicht angemessen, ja, die entsprechen nicht der Realität, die entsprechen auch nicht einer geänderten Realität und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das Urheberrecht mit den technischen und mit den inhaltlichen Entwicklungen mitwächst. Wir werden das haben. Vielleicht kann man es nochmal aufschieben, ja, aber es wird kommen. Es werden diese Regulative kommen, weil sie kommen müssen, weil es eben einfach im Grunde genommen der einzige ungeregelte Bereich wäre in einer Parallelwelt, die wir sicher nicht zulassen werden. Niemand, weder die Politik noch die Wirtschaft wird das auch nicht haben wollen. Und ich denke mir, es gibt halt die Wirtschaftspartner, die manchmal sehr groß sind, die man besonders motivieren muss, dass sie auch in Vereinbarungen eintreten und die anderen, von denen, die sie eh um nichts scheißen, von denen können wir eh nicht reden. Nicht? Aber das ist der Hintergrund der Novelle, das ist der Hintergrund dieser, in Wahrheit geht es darum, die Giganten im Netz dazu zu motivieren, zu sagen, liebe Leute, ihr müsst genauso Verträge abschließen wie alle anderen. Bedauerlicherweise ist es bei Google Books nicht gelungen, da hat sich dann Google zurückgezogen, aber eigentlich könnte Google Books im Übrigen das ja auch relativ leicht machen. Es wird im Urheberrecht jetzt demnächst, oder gibt es eh schon, oder teilweise Regelungen geben für vergriffene Werke. Und dann kann man diese Bücher, die nicht mehr am Markt sind, aber die in Archiven sind oder sonst wo, kann man im Volltext beziehen. Und die werden nicht so teuer sein, ja, wie Sie vermutet haben, die werden viel billiger sein. Nicht? Aber das heißt, das ist auch eine nicht rechtzeitig mitgewachsene Entwicklung, das wissen wir eh. Wir hätten eh schon gern vor 10 Jahren alles geregelt oder vor 15. Es ist halt leider nicht passiert. Ich glaube, es wird aber kommen, ob es jetzt nochmal aufgeschoben werden kann am 12. September oder nicht, dann kommt es halt ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Es wird kommen. Bitte. Danke.
Zuerst, Herr Ilsinger, ich darf Sie beruhigen, Sie dürfen weiterhin Ihre Webseite so betreiben, wie Sie es beschrieben haben. Es betrifft die Webseite von Digital Society, ist nicht betroffen von dieser Regelung. Es geht um Verhältnismäßigkeit, wo Größe und Reichweite einer Plattform relevant ist. Und wie gesagt, nicht kommerzielle Seiten sind auf keinen Fall betroffen. Wieso muss es eine europäische Regelung geben, damit es von Google keine weitere Erpressung gibt? Einzelne Länder sind daran gescheitert, okay, beim Leistungsschutzrecht. Deswegen muss es eine europäische Regelung geben, damit diese quasi Monopolstellung von diesen Internetgiganten, wenn wir sie so nennen wollen, nicht stattfinden kann. Weil gegen ganz Europa werden sie sich nicht durchsetzen können. Sie werden sich nicht vom europäischen Markt verschüssen. Und darum geht es genau. Um die Rechte zu wahren und Rechtssicherheit für die Hersteller von den kulturellen Inhalten. Aber woher nehmen Sie jetzt die Aussage, dass es nicht kommerzielle ausgenommen sind? Ja, es ist explizit also ich weiß nicht, was heute drinnen steht, also in der neuen Version, aber das mit der Reichweite habe ich. Es gibt ja auch nicht kommerzielle Plattformen mit großer Reichweite zum Beispiel. Ja, aber nicht kommerzielle sind auch nicht drin. Es ist. Ich muss es sagen, ich muss es also nochmal raussuchen, ich habe es jetzt nicht. Wir wissen alle nicht, was heute eingereicht worden ist bis 13 Richtig, Uhr, deswegen ja. Können wir es nicht diskutieren, aber ja. Deswegen ist der Stand, über den wir eigentlich reden, was im Parlament schon war. Und weil da ist es, also, dann nicht kommerziell auch, wenn jemand Wikipedia ausgenommen wird, weil dann schon mal unsere ganzen Schwesterprojekte nicht drin sind, oder eine komplette Regelung für nicht kommerzielle Dinge gibt es eben nicht. Also, ja. Es ist für Online-Content-Sharing-Services gedacht, die Inhalte monetarisieren und nicht und die Inhaber nicht beteiligen. Das ist gedacht, aber halt leider nicht umgesetzt. Nein, das steht drin, das ist in der Version von der im Juryentwurf drinnen. Also ich sehe es, ich habe es nicht anders verstanden als das. Also ich glaube, dass erstens gibt es unterschiedliche Entwürfe und Anpassungen und sonst was, wir wissen. Ja, aber das ist offiziell die der Letztstand war das, die am 5. Juli abgewählt. Ich glaube, dass dort eben die Angst sehr groß ist, dass man sozusagen zwar auf Google schießt, aber ich sage jetzt mal irgendwas, nachdem die Claudia neben mir sitzt, Wikipedia trifft. Ja? Also dort gibt es im Netz Wikipedia vielleicht nicht, aber sehr viele andere kleinere Projekte, die Sharing betreiben, die in irgendeiner Form vielleicht monetarisieren, ja? Weil die Plattform könnte ja über Werbung monetarisieren, als Beispiel. Ja? Jetzt habe ich etwas, das auf meiner Plattform drauf ist. Und ich falle dann sozusagen drunter und Kritikpunkt, und das war das, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, weil über das im letzten Entwurf ist es wieder draußen, steht nicht drinnen, dass es diese Upload-Filter geben sollte, stand aber im Jury. Stand auch nicht in der ersten. Also stand nur die Upload-Filter drinnen. Man muss technische Maßnahmen ergreifen, angemessene, um zu verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Werke auf diese Plattform geladen werden. Und das Thema ist, was kann so etwas sein? Das muss Software sein, die prüft, ob ein Stück, das bei mir abgeloadet wird, in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt ist. Das ist keine triviale Sache, weil ich muss dazu eine riesen Datenbank haben, wo ich nachschauen kann, ist jetzt das, ich weiß es nicht, sogar mal irgendwas der Amboss, oder ist das mein Nachbar beim Klavierüben? Und das muss ich feststellen. Oder ist es etwas Erlaubtes, wo ich Teile davon verwende, also sogenannte Remixe, oder nicht? Also das Ganze ist nicht trivial. Und dort gibt es natürlich die Problematik, wenn ich solche Maßnahmen ergreifen muss, dass ich mir aus der Verantwortung rausnehme, dann haben diese Plattformbetreiber die Befürchtung, dass sie das entweder nicht leisten können oder von einem Anbieter einkaufen müssen, den wir gerade loswerden wollen. Weil es gibt nämlich auf dem Markt einen, der das anbietet, Google. Nein. Ich möchte da ergänzen zu dem, was ist zum Beispiel, ich habe Content Musik und ich bin mit meinen erlaubt, das auch abzuladen. Vorher auch aus dem Filter, Upload-Filter, weil meins ist schon einmal aufgeladen und wenn es ein zweiter aufgeladen wird, Urheberrecht. Ab meinen eigenen Content, meine Lieder, die ich selbst komponiert habe, selbst eingespielt habe, auf YouTube veröffentlicht. Ja, ja? Kannst machen. Und ich möchte es dem anderen auch erlauben. Ja, ja. Ja, aber bei solchen Upload-Filter fällt der aus, der darf dann auch. Also, das ist an und für sich schon gängig.
verwende, der jetzt schon Uploadfilter. Ja, sagt ja. Und es hat schon Gebo schon einmal abgelodet wurde, dass das hat auch schon, Upload abgelehnt. Es hat auch schon gegeben, dass Videos, wo halt jemand sein Kind abgefilmt hat und im Hintergrund irgendeine Musik gelaufen ist, genau diese Musik erkannt hat. Ja. Das war weder beabsichtigt noch gewollt, noch kann sie die Musik auch hören, wenn im Vordergrund ein Kind schreit. Aber natürlich, diese Filter sind technisch limitiert. Ein Filter kann nicht so viel, was ein Mensch kann. Wenn wir uns das anhören, werden wir es anders interpretieren als eine Maschine. Ne? Aus meiner Sicht, wie gesagt, dort gibt es momentan das Thema eben diese Thematik, dass im Entwurf drinnen stand, dass man technische Maßnahmen ergreifen muss, dass man sich aus der Verantwortung quasi rausnimmt. Also wenn ich diese Maßnahmen in Betrieb setze, dann bin ich nicht mehr haftbar, weil ich kann sagen, ich habe mich darum gekümmert. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, und das was die Claudia gerade aufgeworfen hat, ist, wer aller ist eine solche Sharing-Plattform? Also da wischen wir denn wirklich die, die wir da wischen wollen, oder da wischen wir die Falschen? Und noch ein Kritikpunkt, der natürlich mit diesen technischen Maßnahmen ist, dass man natürlich, wenn es solche Filter gäbe, und es wird wahrscheinlich nur ganz wenige Unternehmen geben, die diese Filter dann bauen, weil es sehr komplex ist, schaffe ich es damit nicht dann auch zentralisiert eine Infrastruktur aufzubauen, die auch andere Dinge filtern könnte. Also oder ich sage auch jetzt wieder nur den gleichen Großen die Macht zu geben, weil die ganzen kleineren Plattformen werden sich keine eigenen technischen Maßnahmen, sondern gibt es wenige Algorithmen, die wieder von denselben Großen kommen und dann sind es immer wieder dieselben fünf, die entscheiden, was wir im Internet sehen und sollten wir nicht selber entscheiden können, was wir im Internet sehen. Also wir reden jetzt nur von... Wenn ich und sage, wenn ich Google oder Baidu in China einen Upload-Filter schreibe, wir verhindern, dass die chinesische Regierung Zensur per se durchzieht. Ne? Okay, das ist ein anderes Thema. Das ist kein anderes Thema. Ja, Content schon, also wir reden jetzt von kulturellen Inhalten. Dort wird ja nicht von wird ja kontrolliert, was sein darf und was nicht. Davon reden wir ja nicht. Ja. Ne? Natürlich nicht, aber das Thema, was die Kritiker dieser Infrastruktur sagen, ist, wenn ich so eine Upload-Filter... Die gibt es aber schon für alle anderen illegalen Inhalte. Ja, natürlich. Es gibt eine geteilte Datenbank, die sich mehrere große Plattformen bereits teilen, viele der Dateien drauf sind. Also das ist aber ein anderer Bereich. Wir reden jetzt wirklich von professionellen Inhalten. Ich setze mich auch, ich bin auch mit diesem, was Sie als Upload-Filter bezeichnen, bei YouTube bin ich fast täglich drinnen und habe mich damit auseinandergesetzt, schon seit Jahren, weil ich von Rechteinhabern Meldungen bekomme, dass ihre Inhalte illegal auf YouTube sind und dass ich sie bitte löschen soll. Das ist auch möglich. So, die Idee hinter dem Artikel 13, wenn darum geht es jetzt, ist primär die Lizenzierung. Ja? Und da sind nicht nur die Plattformen verpflichtet, sondern auch die Rechteinhaber. Die Rechteinhaber und die Plattformen müssen eine Lösung finden zu den Inhalten. Wenn die Plattformen diese Inhalte lizenzieren, wir reden von Inhalten, die von User hochgeladen wurden. Ja, also nicht von, also wir reden jetzt rein davon, weil es um Online Content Sharing Services geht. Wenn jeder Inhalt, der lizenziert wurde zwischen der Plattform und dem Rechteinhaber, ist somit weiß gewaschen und wird nicht kontrolliert in dem Sinn. Es wird nur kontrolliert, wo der Rechteinhaber sagt, zur Plattform geht und sagt, hier sind meine Referenzdateien für die Sachen, die ich nicht online haben möchte, auf deiner Plattform. Und weil wir von diesen großen Plattformen reden, reden wir von Unternehmen, die genug Geld haben, um sich sowas zu leisten, die teilweise bereits diese Systeme haben. Außerdem gibt es am freien Markt auch Anbieter, auch europäische, die also ein Content ID, also ein Vergleichssystem anbieten. Es ist, wenn Sie es vergleichen wollen, ist es, wenn Sie in ein Land einreisen und Ihr Fingerabdruck oder Ihr Pass verglichen wird mit der Datenbank, es ist noch weniger persönlich als das, weil die Referenzdatei vom Rechteinhaber zur Verfügung gestellt wird, die Plattform vergleicht es. Es ist keine Perlustrierung, wie die gewisse Gegner dieser Artikel darstellen wollen. Es hat gar nichts damit zu tun.
Wie gesagt, technische Möglichkeiten gibt es bereits. Ja, ich verstehe die Sorgen, ich verstehe die Bedenken und die Befürchtungen, dass etwas Größeres, Schlimmeres daraus werden könnte, aber das ist kein Grund dafür, die Lizenzierung von kulturellen Inhalten, von professionell hergestellten Inhalten zu verhindern. Ich glaube, dass das unbestritten ist. Es geht um die Art und Weise, wie es geschieht. Und, naja. Wir zeigen, dass der Faktor Mensch am besten funktioniert. Also wirklich die Copyright- oder Urheberrechts-Infringements, die wir auf Wikimedia Commons oder auf der Wikipedia haben, die tendieren gegen null. Also, und es ist alles der Faktor Mensch, weil unsere Community am allerbesten versteht, was gerade diese Feinheiten, diese Grauzonen, die wir vorher angesprochen haben, was ist Satire, was nicht, was ist Hintergrundrauschen, was nicht, viel besser beurteilen kann. Und unsere ganze Art und Weise zu arbeiten würde durch sowas in Frage gestellt werden. Und wie gesagt, für die Wikipedia, amerikanische Server und so weiter, also das sind alles noch Dinge, wir bekommen das in den Griff und wir hätten vielleicht auch noch die Möglichkeiten, und unsere eigenen Dinge zu programmieren für technische Voraussetzungen, wenn es denn soweit kommen sollte. Aber bei Wikimedia Österreich unterstützen wir auch die ganzen kleinen Regionalwikis, die es in Österreich zum Beispiel gibt. Da gibt es die Ressourcen nicht, ja, und die sind auch nicht unkommerziell, weil da ist dann manchmal so, dann ist das lokale Schuhgeschäft und so weiter noch mit einem kleinen Werbebanner rechts dabei, damit sie sich die Serverkosten oder so leisten können, und ab dem Moment ist es kommerziell. Nein. Doch. Nein, das ist was anderes. Aber es geht um Reichweite und um Größe, und das kann man nicht lassen. Ihre Auslegung jetzt hier, jede einzelne Seite betroffen. Grauzonen, die entstehen, auf deren Basis kleine innovative Projekte, die das Internet eigentlich ausmachen, in Zukunft ganz einfach weggeklagt und in Ruin getrieben werden. Es gibt auch die innovative Idee von Lizenzierung. Ja, es ist auch möglich, eine Lizenz abzuschließen, eine sehr kostengünstige, wie Sie erwähnt haben, auch bei den freien Radios. Jetzt viele Gratis-Lizenzen. So was gibt es auch. Eine Lizenz ist eine Rechtseinräumung, genau. Das passt zu Frau Gala. Wir bemerken eine Entwicklung in der Gesellschaft, die juristische und gesellschaftliche Fragen immer mehr auslagert an Technik. Wir sehen das bei der Sicherheit. Ich komme am Flughafen, ja, als Fluggast, und da werde ich von einer Maschine begutachtet sozusagen. Ja. Also es ist in ganz vielen Bereichen passiert das, und das passiert hier auch dann. Ja. Und wir sehen ja jetzt schon, das ist jetzt nicht unbedingt immer Urheberrecht, aber dass Facebook zum Beispiel Menschen einfach sperrt. Ja, die können nicht mehr zugreifen. Die nützen aber ihre Facebook-Page für ihre politische oder für ihre kleine Mini-Existenz als zum Beispiel Urheber, ja, um da ihre Produkte zu bewerben, ihre Arbeit zu bewerben oder was auch immer, um zu kommunizieren mit ihrer Familie und werden plötzlich gesperrt. Ein Beispiel ist der Kerem Schamberger, ein Kommunikationswissenschaftler aus Bayern, der, weil er Kommunist ist, in Bayern bekämpft wird und offensichtlich, weil er Erdogan kritisiert, immer wieder offensichtlich von der Türkei aus vernadert wird, quasi bei Facebook, und dem dann einfach sein Zugang gesperrt wird. Und er hat keine rechtliche Handhabe, er kann nicht klagen dagegen oder irgendwie juristisch vorgehen und so weiter. Ja, also ich sehe hier mit dem Content Filtering ganz, ganz viele Dinge auf uns zukommen, wo ich nicht mehr weiß, wer ist das jetzt. Ich kann nicht Microsoft anrufen und sagen, bitte machen Sie das anders, oder Google oder YouTube oder was auch immer. Ja? Also die sind ja überhaupt nicht erreichbar. Und aus journalistischer Sicht muss ich sagen, der zensuriert in Wirklichkeit, ja, bei dem ich mir nicht beschwere. Der bei einer Firma ist, ja. Ja, aber ich wollte noch kurz ergänzen, aus journalistischer Sicht, also für uns ist es wichtig, dass wir zitieren können zum Beispiel. Ja, wenn ich über etwas berichte, dass jemand dieses oder jenes gemacht hat, gezeigt hat und so weiter, dann will ich vielleicht einen kurzen Ausschnitt daraus verwenden. Jetzt fantasieren wir, ich habe eine Plattform, wo ich als mini-journalistisches Unternehmen publiziere, weil es günstig ist, einfach zu bedienen, stelle ich das Video, das ich da einbaue, in meinen Artikel auf Vimeo oder auf YouTube oder was auch immer, Soundcloud, ein Audiofile und so weiter. Das heißt, es wird hier auch journalistischer Inhalt zensuriert, womöglich. Ja?
Und ich kann dann nicht argumentieren. Oder es dauert ewig, dann ist der Bericht uralt, das interessiert ja niemand mehr. Also all solche Dinge drohen sich mir hier in dunklen Wolken. Ja? Nur wenn es eine Referenzdatei gibt und das ja, aber es gibt nicht für alles eine Referenzdatei. Ja, der Hersteller, dem es wichtig ist, dass diese Inhalte nicht online gestellt werden, wird diese Referenzdatei zur Verfügung stellen müssen. Ja, aber wir reden natürlich von Filmen und so weiter, das ist schon klar. Es gibt aber andere Inhalte. Das kann dann nicht, also mit dieser Idee von dem Content-ID kann es nicht ausgeschlossen werden. Es kann vielleicht auf anderer Basis ausgeschlossen werden, es können auch andere Meldungen oder Beschwerden geben. Und es gibt dann natürlich auch, und das ist auch im Artikel 13 vorgesehen, die Möglichkeit der User zu beanstanden, zu sagen, das ist Parodie, das habe ich selber. Wie lange dauert das? Das weiß ich nicht. Also für meine Praxis, also in der Praxis, was ich erlebe, dauert das relativ schnell. Also gibt das relativ, und es sind sogar die Rechteinhaber im Nachteil, nicht diejenigen, die hochgeladen haben. Das kann ich auch, habe ich genug Erfahrung damit. Ja. Zum Thema Beschwerde, es ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber ein bisschen ähnlich. Wir hatten hier eine Veranstaltung, zu der wir auf Facebook Werbung schalten wollten. Ich meine, okay, jeder Werbetreiber, also jedes Werbeunternehmen kann Aufträge annehmen, von wem es will, aber dort sind wir auch durch einen Filter gefallen, weil das Wort Bitcoin im Wort vorkam. Und Facebook hat eine Regel, dass sie, wie heißt das so schön, spekulative Finanzinstrumente nicht erlauben zu bewerben. Es ging dabei aber um eine Aufklärungsveranstaltung zu diesem Thema. Und das Thema ist, ich habe dort dreimal hingeschrieben und ich habe immer den Stehsatz zurückbekommen, spekulative Finanzinstrumente auf Facebook nicht beworben werden können. Also am Schluss habe ich dann zurückgeschrieben, Sensors report no intelligent life there. Und auf das habe ich keine Antwort bekommen. Ja, also da ist halt ein bisschen die Befürchtung, dass solche automatisierten Filter halt so ähnlich reagieren. Und das Problem ist, wenn ich dort wirklich abhängig bin davon, und Sie haben ja selber beklagt, dass man von den großen Plattformen abhängig ist, und die großen Plattformen haben und die Betreiber von diesen Filtern blöderweise sind, ja, habe ich natürlich ein Problem. Ne? Also ich wollte nur sagen, ich bin nicht von großen Plattformen abhängig, ganz bewusst, also ich bin nicht auf Facebook, ich twittere nicht gar nichts. Ja. Ich habe ein reichhaltiges soziales Leben, mir geht super gut, ich bin technisch eh überausgelastet. Ja. Also ich denke, wir sind eh schon in der Falle, weil wir setzen Facebook gleich mit irgendeiner allgemein nutzbaren Öffentlichkeit. Nein, das ist ein Privatunternehmen. Ja. Google, das sind große Privat, die können ihre Regeln aufstellen, sie dürfen nicht gegen die Gesetze verstoßen und gegen die Grundrechte. Aber im Grunde genommen können sie ihre eigenen Ethikregeln aufstellen, was sie drin haben wollen. Ich kann das selber sagen, ich kenne jemanden, der dauernd mit der FPÖ hängt und der auch dauernd gesperrt wird, ja? Weil dort irgendwelche politischen Lobbyisten dann ihren Einfluss geltend machen. Gibt es alles. Ja? Ich glaube aber, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es sozusagen diese Auseinandersetzung, die es übrigens in der analogen Welt eh dauernd gibt. Ja? Sie sind nur nicht so präsent, in der analogen Welt gibt es dauernd Rechtsauseinandersetzungen, und zwar gewaltige. Oder Erfahrungen, die wird es halt auch in der digitalen Welt ein wenig mehr geben. Ich glaube aber nicht, dass so die großen Dramen auf uns zukommen. Und eins ist auch klar, Google wird sich nur bewegen, wenn sich Google bewegen muss oder wer auch immer, ja, von den Großen. Das heißt, und das kann nur der Gesetzgeber machen. Jetzt gibt es vielleicht die bessere Lösung als die Upload-Filter, die eh nicht Upload-Filter heißen, oder eine bessere Formulierung. Na dann bitte gehen wir doch zur besseren Formulierung über und gehen wir halt zu dem über, was geeignet ist. Im Grunde genommen, das wollte ich damit sagen, wir kommen an der Thematik nicht vorbei und an der Problematik nicht vorbei. Und ehrlich gesagt, wenn wir beginnen, vor Monopolisten, wie sie noch nie gegeben haben in der Medienwelt, in die Knie zu gehen und zu sagen, da können wir jetzt leider nichts mehr machen, weil die sind so groß und die entsinnen sich dauernd, ja, dann können wir eh noch mehr aufgeben, dann müssen wir einpacken und müssen nach Hause gehen und bitterlich weinen, dann haben wir uns ausgeliefert, das wollen wir aber nicht. Und wenn wir das nicht wollen, muss man halt noch Regulatorien suchen und welche finden. Ich glaube, dass die digitale Richtlinie, die jetzt, wie auch immer der Letztstand sein wird, am 12. zur Debatte steht, ein
einiges leisten kann und das sicher nicht alles, da bin ich mir ganz sicher, aber das Urheberrecht hat jetzt schon ungefähr, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte Entwicklung hinter sich und hat ganz viel leisten müssen. Ich glaube, das packt das Urheberrecht und wir packen es übrigens in der Öffentlichkeit auch. Und ich wollte nur ein Beispiel sagen, ich bin einer der Mitentwickler gewesen und auch der protestiert hat gegen die Einführung des Artikel 17a in Österreich 1982, die Freiheit der Kunst. Ich war zwar für das Grundrecht der Freiheit der Kunst, aber ich war auch für die Unabhängigkeit der Kunst und die ist uns nicht garantiert worden. Das heißt, der 17a hat den 17b nicht gekriegt. Ja? Gut, okay. Aber dann, was ist passiert? Wir haben das Grundrecht der Freiheit der Kunst gehabt und dann haben wir Beschlagnahmefälle gehabt von künstlerischen Werken. Und es ist jahrelang gegangen, bis eigentlich dass diese Freiheit der Kunst einigermaßen ausjudiziert war. Und das wird auch so sein. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendeiner Richtlinie hilflos ausgeliefert sind. Die wird ausgestaltet werden müssen. Egal, wie sie auch immer aussieht. Es wird eine kommen. Wie gesagt, mir wäre es recht, wenn sie am 12. September kommt und nicht erst später. Sie ist eh schon überstanden. Gut, das war jetzt schon fast ein Abschlusswort. Ja. Dann würde ich vielleicht noch weitergeben und um die Abschlusskommentare bitten. Eine kurze Beleuchtung. Ich bin bei Ihnen, dass wir Regelungen brauchen, aber wir brauchen gescheite Regelungen. Und ich bin auch bei der Vertretung des Journalismus zu sagen, skizzieren wir mal eine Idee. Es gibt ein Interview von einem Präsidenten, selbst der wilden König, was auch immer, dem gefällt das nicht. Jetzt wird dieser Content, dass das publiziert hat, was immer hinausgetwittert oder sonst irgendwie artikuliert hat. Es gibt ein Interview, das Statement gefällt ihm nicht, das kommt sofort auf diese ID-Liste, wenn ich das richtig verstanden habe, und ab sofort kann kein Journalist mehr kritisch darüber berichten, weil er diesen Querverlink nicht machen kann, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Und das sehe ich grundrechtsmäßig. Das ist ja nicht urheberrechtlich geschützt, Entschuldigung, das ist ja nicht urheberrechtlich geschützt. Das hat mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Ich habe so verstanden, dass wenn es auf diese Liste kommt, nein, das ist ja kein urheberrechtlich geschütztes Werk, ein Interview. Warum nicht? Aber ich könnte es auf die Liste setzen, oder? Geschütztes Werk. Das ist eine persönliche Äußerung. Nein, das ist eine persönliche Äußerung. Da geht es um Persönlichkeitsrechte. Das ist eine ganz andere Liste. Ja, aber den. Diskussion jetzt gehen. Nur ganz kurz. Gerne versuchen, dass wir das abschließen und dann in die Fragestellung reingehen, wenn es okay ist. Kurz eine Meldung, aber dann hören wir auf, bitte. Filtern oder wie auch immer man die Maschinerie dann nennt, denen ist das vollkommen egal, was man denen reinliefert, was sie filtern sollen. Also nur mal so als Ergänzung zu meinem Vorredner. Gut, ich würde gerne in die Abschlussrunde gehen und dann versuchen wir es aufzumachen und sozusagen mit allen zu diskutieren. Das heißt, ich würde gerne die Frau Köschl bitten. Noch ein paar abschließende Worte. Abschließend, ich bin genauso für das Recht auf Information und die Kreativen sind natürlich auch für Meinungsfreiheit und Recht auf Information. Kulturelle Inhalte sind aber nicht Information und kreative Werke sind ein, das Lebensbrot, also das ist die Miete, ja, für alle, die es herstellen und ihre Partner in der Wirtschaft. Es wurde keine allgemeine Filterung, es wird niemals eine allgemeine Filterung stattfinden, weil die auch nicht in Europa rechtlich erlaubt ist. Und wer etwas anderes behauptet, hat das Gesetz nicht gelesen. Abschließend, faires Internet für alle. Ich habe es eh vorhin schon gesagt, ich würde einfach das weitergeben, das Wort, und dann über die Diskussion gehen. Okay. Ja, also aus meiner Sicht sind diese Vorschläge, wie sie da standen im Juryentwurf, brandgefährlich für die Demokratie, aber auch für das Internet, wie es da ist und momentan als Basis dient für Innovation, für Meinungsfreiheit, für Bürgerbeteiligung. Und ich glaube, dass jeder, der denkt, dass diese vor allem technischen Maßnahmen nicht zu Missbrauch führen können, die technischen Maßnahmen nicht voll versteht, die dahinter stehen. Und wie gesagt, wir sind momentan in einer Phase, in der viele von unseren Demokratien
nicht in ihrem allerbesten, sage ich jetzt mal, in ihrer allerbesten Phase sind. Wir haben sehr viele Demokratien, die sich zurückentwickeln, schauen wir nach Ungarn etc. Und wer mir da sagen möchte, und das ist alles in der Europäischen Union und da kann es dann irgendwie recht egal sein, was möglich ist, vor allem wenn man es über Algorithmen schön verstecken kann und das eben auch nicht klar nachweisbar ist. Also ich persönlich habe da größte Bedenken. Und hoffe wirklich, dass es einen Kompromiss geben wird, der allen gerecht wird. Wie gesagt, dem durchaus nachvollziehbaren Wunsch auf angemessene Vergütung, für die es aber, glaube ich, beste Wege gibt, die nicht mit der großen Keule quasi das Internet an sich erschlägt. Weil ich glaube, dass wir uns da dann durchjuridizieren, ist für viele Dinge dann auch schon wieder zu spät. Dankeschön. Vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen, unser Leistungsschutzrecht, das habe ich vorhin nicht gesagt, was uns so nervös macht, ist der Gedanke, dass man dafür zahlen sollen muss, dass man im Internet wohin verlinkt. Uns geht es jetzt nicht, also uns geht es, sage ich mal, sekundär um die Suchmaschinen, uns geht um den Grundgedanken, dass man im Internet frei verlinken darf. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Slippery Slope, es beginnt mit den Presseverlegern und wir haben dann Angst, dass es sich auswächst. Der zweite Punkt, die Upload-Filter. Ich gehöre auch zu der Fraktion, die ein enormes Risiko, also Gefahrenpotenzial drin sehen. Wenn man zum Beispiel nur daran denkt, die Giftgasangriffe in Syrien, da wurden dann von regimenahen Organisationen zahlreiche der Videos, die von Menschen gemacht wurden, quasi über die Opfer dann entfernt. Oder man hat Google aufgefordert, sie zu entfernen, weil man gesagt hat, das ist Terrorist Content, wurde gemacht, die Videos sind gelöscht, stehen nicht mehr zur Verfügung. Gleich könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel eine Agentur sagt, das ist mein geistiges Eigentum, du darfst keine Fotos mehr, du darfst keine Videos mehr verbreiten, die dort gemacht wurden, bis dieser rechte Streit geklärt ist. Das dauert so mal 3-4 Tage, ist die Geschichte schon aus den Medien verschwunden weltweit. Und ich denke, es ist da im Endeffekt eine Interessenabwägung. Und die Interessenabwägung ist, sind die kommerziellen, absolut nachvollziehbaren Rechte der Kultur, Kunst- und Kulturschaffenden, wiegen diese schwerer als die potenziellen Nachteile, die wir uns durch eine derartige Zensurinfrastruktur unter Umständen auf das Internet auferlegen. Und ich sage, es haben beide Seiten ihre Argumente. Meiner Ansicht nach ist einfach das Risiko, das von diesen technischen Maßnahmen ausgeht, seien es jetzt Upload-Filter oder seien es Netzsperren, einfach leider größer als wie quasi der positive Benefit, den es vielleicht haben könnte auf die Kunst- und Kulturschaffenden. Und der letzte Punkt, wir haben heute sehr viel gehört, die technische Entwicklung hat jetzt gefälligst zu warten, bis Österreich oder bis die EU das rechtliche Umfeld nachgezogen hat. Schwierig. Also ich kann das aus österreichischer Frostperspektive sagen, natürlich. Also Österreich ist das größte Österreich der Welt und das müssen alle warten, bis wir uns auf was geeinigt haben. Die Realität, glaube ich, schaut anders aus. Nein, wir müssen einfach nur um 12. die Richtlinie beschließen, dann warten wir nicht länger. Ja? Also das ist ja, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich sehr tief gewesen. Ja? Nicht, wir müssen warten. Das ist ehrlich gesagt, das ist wirklich, so können wir nicht diskutieren. Ja? Im Grunde genommen, es ist 10 Jahre verschleppt worden. Wir kennen solche Unternehmen. Amazon hat uns 10 Jahre im Verfahren verschleppt und dann zu sagen, dann muss irgendwer warten, bis irgendwas kommt. Nein, wir hätten mit Amazon sehr gleich geeinigt. Ja? Aber wenn die großen Unternehmen imstande sind, Lobbyisten um 50 Millionen, wie das Google macht, in der EU zu beschäftigen, das sind wir nicht. Wir sind nur imstande zu sagen, dass wir Rechte haben. Ja? Also Entschuldigung, das stimmt eben einfach manches so überhaupt nicht. Ja? Wir hätten uns gleich mit Amazon vereinbart und auch mit Google. Ja? Sie wollen halt nicht. Ne? Das war es auch schon so. Ah, das war der Ärger, das war alles. Gut. Ich glaube trotzdem, dass alle an dem Tisch in dem übereinstimmen, dass man sagt, die Urheber müssen ihre Rechte durchsetzen können. Es muss das Vertragsverhältnis geben. Die Diskussion, die wir haben, glaube ich, ist nur, ob die Maßnahmen die richtigen und die gescheiten sind. Und die Fragestellung ist, ob man hier rechtzeitig angefangen hat, diese Dinge zu diskutieren, weil mein Gefühl war eher nicht. Also mein Gefühl war, dass man das eher hinter verschlossenen Türen gemacht hat, dass auch die Lobbyisten der anderen Seite und auch die Filmindustrie oder die Musikindustrie hat ja auch keine kleinen Budgets, diese Dinge zu diskutieren, dass man auf der Ebene diskutiert hat, aber diese Vorschläge nicht in die Breiten gegangen ist und das auch nicht ausdiskutiert hat. Deswegen ist das relativ am Schluss
knapp vor der Abstimmung im Europaparlament heiß in der Öffentlichkeit hochgekocht und man hat halt das Gesetz einmal nicht durchgebracht. Das ist mein Gefühl. Ja. Und ich glaube, es hat auf beiden Seiten durchaus genügend Lobbyismus gegeben und genügend Geld dort hinein investiert gegeben, dass jede Seite das rauskriegt, was sie rauskriegen will. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, dass wir schauen sollten, dass es die Lösungen ausreichend genug sind, dass nicht einer von der anderen Seite über den Tisch gezogen wird, dass es eine gute Verhandlungsposition gibt, dagegen kann keiner was haben. Ich glaube, wie gesagt, da, dass auf dem Tisch relativ wenig Vertreter der großen Plattformen sitzen. Das, wie gesagt, der Einzige, den ich hier kenne am Tisch, ist der Max, der 1% von seinem Budget von Google wahrscheinlich kriegt und wahrscheinlich noch einmal so viel von Facebook ins Mitgliedsanbereich, weiß ich jetzt nicht. Aber dann war es das schon. Die Fragestellung ist, was braucht man im Internet, damit vielleicht auch diese Dinge nicht passieren, die als Gefahr aufgezeigt wird. Es ist schon klar, dass das Urheberrecht jetzt nichts mit Zensur zu tun hat. Die Befürchtungen, die nur da drinnen sind, und das war die Fragestellung, die wir aus der letzten Reihe gekriegt haben, dass wenn man solche Infrastrukturen aufbaut, die vielleicht dann auch wieder von so großen Betreibern betrieben werden, dass man dann halt auch vielleicht Dinge tut damit, die jetzt nicht im Interesse dieses Gesetzes sind. Und wenn man diese Infrastruktur schafft, gibt es halt die Gefahr, dass es quasi dort passiert. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Gefahr, die gesehen wird, und das ist das, was die Claudia eingebracht wird, dass man halt nicht so genau weiß, was ist eine kommerzielle Plattform. Und wir schalten auf unserer Webseite noch keine Werbung, aber wenn ich das schalten würde, hätte ich schon Bedenken. Und die Fragestellung ist, da wischt man nicht vielleicht auch diejenigen aufstrebenden Mitbewerber von YouTube, die dann vielleicht in Europa sich das gar nicht mehr leisten können, und wir haben erst wieder das Monopol zementiert. Das wäre nämlich auch eine Geschichte, die wir nicht erreichen können. Und ich bin beim Herrn Ruiz, wenn er sagt, wir diskutieren über das Thema schon 10 Jahre, wir sollten es bald haben. Nur das, was rauskommt, sollte halt auch so sein, dass alle Seiten damit glauben, eine gute Lösung erreicht zu haben, und dass wir nicht große Befürchtungen haben, dass einige glauben, an Wikipedia einige Teilbereiche in Gefahr stehen, die wahrscheinlich total unverdächtig sind, sage ich jetzt dann. Ja. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern an der Diskussion bedanken. Ganz kurz noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir haben nächste Woche wieder am Mittwoch, zufälligerweise nach der Abstimmung im Europaparlament, am 12.09. eine Veranstaltung zum gleichen Thema, wo wir uns hier in den Räumlichkeiten treffen wollen und wo wir darüber diskutieren wollen, was waren gescheite Lösungen. Also wir haben uns jetzt darüber geeinigt, dass eigentlich das, was das Urheberrecht erreichen will, ja durchaus alle unterstützen können. Aber wie könnte man denn genau das erreichen, was wir? Und das wollen wir gerne hier in einer kleinen Runde diskutieren. Es wird Getränke und Essen geben. Wir rechnen damit, dass nicht so viele Leute da sein werden wie heute. Aber es sind natürlich alle herzlich eingeladen, die sagen, ja, dann möchte ich mich jetzt intensiver einbringen und dann möchte ich ein bisschen schauen, dass wir was bewegen können. Und vielleicht kann die Digital Society irgendwas zu dem Themenbereich beitragen. Also sind alle herzlich eingeladen, 12.09. um 18 Uhr auch wiederum hier. Und in einem Monat, das ist der 10.10., diskutieren wir auch über ein spannendes Thema. Wir wissen ja, dass wir seit 5 Tagen, glaube ich, länger legal arbeiten dürfen, und wir würden gerne diskutieren, ob diese flexibilisierte Arbeitszeit in der digitalen Welt eigentlich noch zählt. Ob das richtige Thema ist, das wir hier getroffen haben. Und das wird am 10.10. hier stattfinden. Ich kann so viel sagen, dass wir annehmen, dass Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter vertreten sein werden. Wir haben noch nicht das Panel gesamt zusammen, deswegen sage ich noch nicht, wer da sein wird. Aber es wird jemand von der Gewerkschaft dabei sein, es wird jemand von der Arbeitnehmerseite dabei sein. Wir hoffen, einen Betriebsrat zu kriegen. Und wir würden gerne über das Thema Arbeitszeit in der digitalisierten Welt diskutieren. Gut, damit möchte ich das, was ich vorher versprochen habe, machen, nämlich die Diskussion ins Publikum öffnen und Fragen loslegen. Wir haben schon die erste Meldung. Und ja, also jetzt vielleicht nochmal etwas ausführlicher als in einem Satz. Laut und deutlich, bitte. Laut und deutlich schaffe ich auch, ja.
Hallo, Claudia Zotzmann-Koch. Ich bin Autorin, das heißt, ich bin letztendlich von den Änderungen, die da kommen werden, in welcher Form persönlich quasi betroffen. Ja, ich würde total gerne vom Schreiben leben können, aber mir persönlich ist der Preis zu hoch. Ich bin abgesehen von Autorin, nämlich außerdem im Vorstand von Chaos Computer Club hier in Wien. Ich weiß, wie Technik funktioniert. Ich teile die Bedenken von meiner Namensvetterin davon. Und zwar wirklich bis ins Letzte. Das ist ein Problem, das wir technisch nicht lösen können. Es wird in diesem Fall keine technische Lösung geben können, die wir eigentlich auf einer ganz anderen Ebene, wo das Problem auf einer ganz anderen Ebene liegt. Und ganz kurz noch zu den kommerziellen Plattformen. Es sind ja jetzt schon, also das hat man jetzt gerade mit der Einführung der DSGVO ja gesehen, sämtliche Blogs, die irgendwo irgendwelche Affiliate-Links oder sonst was haben, werden als kommerziell gesehen. Das heißt, rechtlich gesehen gehe ich einfach davon aus der Erfahrung jetzt der DSGVO, dass einfach quasi 98% der jetzt noch bestehenden Blogs einfach betroffen sein werden. Meine Meinung. Next. Dazu darf ich zum Thema DSGVO vielleicht noch nachhaken. Wir hatten hier in diesen Räumlichkeiten vor der letzten Nationalratswahl am Panel einige Politiker. Und eine spannende Aussage, die ich mitgenommen habe, war, naja, die DSGVO haben wir ja für die Großen gemacht, Google, Facebook und Konsorten. Unabhängig jetzt von anhängigen Verfahren. Mir persönlich als Staatsbürger missfällt ein bisschen die Idee zu sagen, ich pick mir jetzt da den großen Google raus. Ja klar, der ist schön plakativ, aber wie grenze ich denn ab, dass denn ein DuckDuckGo zum Beispiel vielleicht auch einmal groß wird, die zurzeit nicht diesen kommerziellen Auftritt haben? Oder die Kollegin von der Wiki-Plattform, vielleicht müssen Sie, damit die Finanzierung funktioniert, irgendwann mal Werbung schalten und dann wird es vielleicht doch irgendwie kommerzialisiert. Noch einmal, ich spreche jeden Künstler, jeden Kreativschaffenden das Recht auf Geld zu. Das ist nicht das Thema. Ich denke nur, wir sollten bei Initiativen, Gesetzen die Überlegung mit hineinnehmen, so wie das der Max auch gesagt hat, wo sind denn die Gefahren und die Gefahrenabwägungen? Kann ich damit Journalismus, der sich vielleicht auch etwas kritischer auseinandersetzt, Beispiel Syrien, denn nicht vielleicht damit torpedieren, wenn man solche Tools einführt? Und da bin ich bei dir. Wie schaffen wir eine Möglichkeit, hier eine Abwägung hineinzubekommen, das, was ich zumindest gelesen habe, Artikel 11, Artikel 13, bin ich mir nicht sicher, ob das das Gelbe vom Ei ist. Aber ja, Sie haben recht, wir sollten rasch die rechtlichen Aspekte nachziehen, aber vielleicht mehr die Experten auch in der Breite befragen und nicht immer nur auf Google und Facebook schielen, weil es ja auch andere Aspekte auch gibt, die nicht ganz unwesentlich sind. So, wo fange ich jetzt am besten an? Am besten gleich beim Alfons. Ich bin Musiker, ich bin bei einer deutschen Plattenfirma mit den Songs lizenziert und bei einem deutschen Verlag, das vorweg. Mein Name ist Paul. Und ich glaube, da haben wir einen Konsens da im Raum, dass wir sagen, es gibt das, was jetzt im Europäischen Parlament passiert und die ganzen politischen Gefahren, da gibt es diesen Rechtsruck mit all den Gefahren, dass da wir sozusagen dagegen halten müssen, ist in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft sowieso klar. Was mir ein bisschen abgeht, ist einerseits die zwei Begriffe des Sharings-Themas, also nicht bitte alles immer nur mit Google und YouTube zu sehen. Es gibt mittlerweile schon ganz gute, kleine, positive Beispiele, wie gerade im Medienbereich, der Kollege hat zum Beispiel The Wired oder The New York oder die New York Times. Ich weiß, es sind einzelne Perlen, aber die schaffen schon ein Bezahlmodell abseits von dem Mainstream von Google zu entwickeln. Aber wo wir als Europäer, und ich bin ja selber Autor und Urheber, einfach einen anderen Zugang haben als die Vereinigten Staaten, ist beschrieben, Sie haben vielleicht die Anhörung von Mark Zuckerberg
am Supreme Court im Weißen Haus, also bei den Amerikanern gesehen und dann bei Mark Zuckerberg auch im Europäischen Parlament geladen. Ja. Bei den Vereinigten Staaten war 2 Tage Zeit für das Anhören. Dem Europäischen Parlament hat der Herr Zuckerberg, ich glaube, in etwa 60 Minuten Zeit gegönnt. Aber hier kommt das Aber. Die, ich sag's mal ein bisschen provokant, die werten Gouverneure, die so zwischen steinalt und null Ahnung den Mark Zuckerberg in Amerika vertreten für ihre diversen Lobbys interviewt haben, das war Schall und Rauch, und ich muss fairerweise sagen, die Fragen, die in diesen 60 Minuten von der Europäischen Kommission gestellt wurden, waren alle grundsätzlich richtig. Ich bin sozusagen einerseits politisch, ethisch auf ihrer Seite, dass man da aufpassen muss, aber wir brauchen ein Regulativ. Ja? Und genauso bei dem Herrn, der neben Werner sitzt, dass wir da alle für zu lang brauchen mit allem, ist auch richtig. Aber make no mistake, das ist das beste Silicon Valley, wo all die Unternehmen sitzen, die diese Verteiler machen, die wollen nicht die Welt retten, sondern die bauen Monetization-Maschinen. Und die machen sie auch nicht mit dem Song von Pauli, sondern mit der Werbung rundherum. YouTube hat das AdWord, glaube ich, heißt das Thema. Wenn ich das mache, dann kann ich Monetization über das digitale Reisemanagement von YouTube machen. Sonst nicht. Ja, sonst habe ich meine 50.000 Likes und genau null. Ja, das heißt, auch hier sagt YouTube sofort, okay, wir können die Rechte verwerten, aber wir wollen gleich Werbung mitschalten. Und wir werden kein Google, Facebook, und da ist jetzt auch wichtig das Sharing-Thema, Pandora, Spotify, etc. etc. motivieren zu irgendwas, sondern nur dann zu etwas bringen, indem wir ein Gesetz einziehen, das ihnen Geschäft ruiniert, brutal gesagt. Und da bin ich der Meinung, wenn man sich die letzten 2 Jahre, und deswegen gefällt mir das The Wired-Beispiel ganz gut, es ist schon so, finde ich, in diesem globalen Dorf zählt Inhalt. The Wired oder The New Yorker zum Beispiel oder Reddit, auch teilweise auf WordPress, da wachsen schon Huffington Post, wenn ich jetzt sozusagen ein bisschen in den Mainstream gehe. Es gibt immer mehr Online-Plätze, Bezahlservices, wo Inhalt abseits von Google passiert. Ja? Und je mehr das passiert, desto mehr muss ich auch Google und Facebook umschauen. Und das Letzte, was ich sagen wollte noch, sorry für den langen Monolog, aber mir ist so viel eingefallen, ist das Thema, was mich wundert, dass Sie das gar nicht besprechen, vor allem an der rechten Seite, das ist das Thema, dass wir mittlerweile von unseren Daten sprechen, die das sozusagen die Währung ist, über die wir hier letztendlich auch beim Urheberrecht reden. Es geht beim Urheberrecht nicht nur um die und das Interview, das Sie mit mir geführt haben und das dann Ihr Urheberrecht ist, by the way, oder meinem Song, sondern auch, was bei Facebook diskutiert wird, zu Recht. Facebook macht das Geld mit meinen Daten. Ich schreibe da jetzt rein, 50 Bananen in einem Korb, keine Ahnung, Unterhose von der Mizitan, mir völlig wurscht, ist mein Recht. Und das Modell von Facebook und Google ist dann darum herum, mit den Algorithmen, den berühmten, Geld zu verdienen. Dorthin müssen wir mit dem Urheberrecht schauen, weil in 20 Jahren wird es sich nur um diese Dinge, abspielen. Und um das Thema Sharing versus Besitz. Ja, also das, was ich dir zuerst, Werner, gesagt habe, das wie gesagt unlängst gelesen. Musik, 100% Einnahmen, 2017 reden wir von 54%. Streaming, 2020 sind wir bei 80% der Einnahmen im Musikbusiness weltweit aus Streaming. Damit habe ich ein Mietrecht an einem Urheberding. Ich höre mein Spotify jetzt ein Interview von Ihnen an, aber ich besitze es nicht. Wie regeln wir da oder mit der jetzigen Gesetzesnovellierung und zielt die darauf ab, dann das Urheberrecht von ihr und mir zu sichern? Das ist, denke ich, die entscheidende Frage. Punkt. Direkt dazu nur ganz kurz Hinweis, Google und Facebook und so weiter machen das Geld ja nicht mit dem tatsächlichen Inhalt, sondern eigentlich mit den Metadaten dazu. Also das ist ja etwas, was jetzt auch in der ganzen Diskussion komplett außen vor ist. Es geht jetzt, genau, es geht hier immer nur um irgendein konkretes Werk, es geht aber nicht darum, wer hört sich's im Streaming an, wo, wann, mit wem kommuniziert er zeitgleich, sitzt er in irgendeinem Zug etc., kann man den irgendwie targeten etc. pp. Also die ganzen Metadaten, die halt dann auch erfasst werden, während jemand ein konkretes Werk hört, sieht, liest, wie auch immer. Das sind nämlich dann die tatsächlichen, eigentlichen monetären Modelle dahinter. Von nun an.
Vielleicht auch noch ganz kurz zum Pauli, weil wir haben ja hier niemanden sitzen aus der Musikindustrie und die haben ja heute ein bisschen Zahlen recherchiert. Sie sind aus Deutschland, damit auch nicht vergleichbar und damit kann ich Sie relativ leicht sagen. Gibt es Schätzungen hier im Raum, wie viel ein Musiker wie der Paul von einem Download, von einem Musikstück denn bekommt? Es könnte auch sozusagen entweder iTunes sein oder wie auch immer. Was, wie viel Prozent von dem Umsatz bleibt bei ihm hängen? 10 Cent. Also ein Musikstück kostet 1,40 Euro. Was bleibt sozusagen beim Musiker hängen? Wie viel Prozent? 10. Zu hoch? 10 ist zu hoch? 5 ist nahe? Also die deutschen Kollegen sagen 4%. 4%. Also beim Musiker bleiben 4% hängen. Ja, und wenn du dann auch dann siehst, normalerweise hast du Urheber und dann sozusagen hast du einen Verlag. Dann gibt es einen Verlag. Beim Verlag bleiben 32% hängen. Genau. Und jetzt schätzt mal, was beim Zahlungsprovider hängen bleibt. Also bei demjenigen, wo ich zahle dafür, dass ich die Musik runterlade. Also 25%. Also PayPal, um es jetzt beim Namen zu nennen, kriegt 25% von Pauli seiner Musikstücke. Er kriegt nur 4. Das habt ihr jetzt erst diskutiert gehabt. Die natürlich auch für mich ein Lieblingsthema, die Provider dieser Welt, die Vodafones, Verizons, T-Mobile, was immer halt hier in Europa gerade ist. Weil die über Flat Fee ja uns die Musik und Netflix und wie das alles heißt, zur Flat Fee zur Verfügung stellen. Ist doch wunderbar. Aber das geht wieder zurück in dieses Thema, das man da diskutiert kann. Ne? Warum habt ihr nicht genügend, wie soll ich sagen, Hebelkraft, dass man sagt, da muss mir ausschauen. Ne? Naja, weil das hat der Herr ja auch zuerst gesagt, Google sagt natürlich, okay, you're either with us or we are without you. Genau. And that's your problem. Ja? Genau. Und dagegen wollte ich ihm zuerst das The Wired-Beispiel geben. Das stimmt eben nicht mehr ganz und das ist grundsätzlich gut. Inhalt gewinnt, sowohl musikalisch als auch textlich. Ja? Nun muss man eben stark dazu das richtige Modell auch modern erarbeiten, dass das funktioniert. Ich glaube auch, ja? Der Herr Rüss hat es früher gesagt, also wir brauchen das Leistungsschutzrecht, damit man sozusagen dritter Geld von Google zu den Medien kriegen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig in Wirklichkeit, weil ich auch Wire schafft es, ja? Also ich zahle für den Artikel. Und wenn Google mir auf einen Artikel verlinkt, der in einer Paywall sitzt, muss ich dafür zahlen. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das im Saal, es gibt Pict aus Berlin, Medium, Bändle, weiß nicht, was irgendjemand sagt, das sind so freie Journalisten, die sich zu Online-Plattformen zusammengefunden haben und zum Beispiel verschiedenste Artikel von der Süddeutschen, von der Zeit zusammenfassen und dann halt zuerst mich sozusagen anfixen, da kann ich mal 2 Monate kostenlos und am Ende vom 2. Monat sagen, okay, hat dir dieses Portal gefallen, 5 Euro im Monat. Geschäftsmodell. Ja, und das ist das, was der Franz gesagt hat, das muss einfach sein. Es muss irgendwie in dem Preisbereich sein, wo ich nicht mehr nachdenke drüber. Und ich muss mir dann Klick einfach das haben kennen. Ja, also ich will damit nur jetzt... Zur Organisation, wir reden von sowohl der digitalen Existenz von Medien als auch von der analogen Existenz. Und das kann man nicht miteinander ganz vergleichen. Die kommunizieren zwar miteinander, aber haben ganz andere Bedingungen. Nicht? Und das heißt, es kann eine Lösungsintelligenz sein im Digitalen, die im Printmedialen völlig idiotisch ist. Wir haben zwei Parallele in Weitmedialen. Alle Existenzen, die analoge und die digitale. Wir haben es vorher mit dem Paul diskutiert mit seinen CDs. Er hat gesagt, da gibt es welche, da ruft einem nach einiger Zeit sein Verleger an und sagt, du Paul, wir haben ein Problem, wir haben noch ein paar CDs, ein paar tausend, die wir für die produziert haben, da im Regal liegen. Ne? Die gehen nicht weg. Dieses Risiko ist zum Beispiel bei Produzenten ja in der digitalen Welt weg. Ja. Weil er produziert nichts auf Vorrat. Ja. Also was wir schon, einerseits mag ich jetzt nicht so sagen, werde ich bereits empfangen, als wenn du einfach zu Google die böse Orwell schaffst. Nein, die Mechaniken sind unterschiedlich. Bei Google wurscht, die Monopole sind das Problem. Das wissen die Leute, die in der Medienbranche sind, Journalisten sind wesentlich besser. Ich bin ein Magazin-Junkie, ja, und für die Zeit brauche ich im Prinzip 2 Monate, damit ich eine Ausgabe lese und auch verstehe. Aber wir bewegen uns halt in eine neue Welt hin. Ich verabschiede mich als Musiker von der CD, die ist tot. Wir haben in der Nische noch das Vinyl, 5% von 100, and that's about it.
Aber ich finde, über Inhalt und die richtigen Modelle gewinnt man auch über Google. Weil dann graf mit nach direkten Kohle. Ne? Inhalt gewinnt immer. Ja, aber ein Ding, bin dafür und es soll auch so sein und ich glaube auch daran, dass Inhalt gewinnt, aber es muss direkter werden. Vom Urheber zu dem, der konsumiert, muss direkter sein, auch der umgekehrte Weg, dann die Monetarisierung zurück, muss direkter sein. Je mehr da dazwischen schon ist. Mein Vorschlag wäre noch eine letzte Anmerkung. Und dann würde ich vorschlagen, da drüben gibt es einen Eiskasten mit Weißwein und Bier. Wir haben einen Kasten hinten an Rotwein und wir können das dann in der Diskussion verlegen, wenn wir uns dann quasi in den gemütlichen Teil zurückziehen. Okay, zwei haben wir dann. Genau, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Ich fände das auch total super, wenn die Bezahlung quasi direkter stattfinden würde. Bei mir als Autorin kommen, wenn das Buch im Laden um 12,90 Euro verkauft wird oder das E-Book um 9 Euro irgendwas, kommen bei mir ungefähr 80 Cent an. Und damit bin ich schon relativ gut. Kinderbuchautorin, eine Befreundete von mir, die teilt sich diese 80 Cent noch mit der Illustratorin. Ja? Das sehen viele Leser auch immer nicht, ja, und das wollen viele Leute auch immer nicht wahrhaben, aber das ist das, was ich jetzt als Autorin aus eigener Erfahrung sagen kann, Verlag in Deutschland im Übrigen. Ich fände es jetzt, wie gesagt, auch total grandios, wenn einfach dieser Schritt vom Leser, von der Leserin oder vom Musikhörer, Musikhörerin zum Urheber selber, also zum Schaffenden, kürzer würde. Ja? Das ist die faire Bezahlung von Kunstschaffenden, ist das eigentliche Problem. Das Ganze drumherum und so weiter, ja, es wollen alle irgendwie ihr Geld verdienen und irgendwie ihre Münze ins Sparschwein werfen, das ist auch alles total in Ordnung. Aber via Self-Publishing und so weiter kommen wir jetzt der Sache zumindest mal einen Ticken näher, wo auch die Verlage langsam mal drüber nachdenken müssen, was eigentlich hier passiert. Ja? Die digitale Welt ist halt nicht irgendwie 1960. Die ist jetzt und da muss auch irgendwie eine EU-Regelung hinkommen. Es gibt direkt Vertrieb überall, für alle Branchen. Der Wolfgang hätte dann noch eine Anmerkung in der ersten Reihe und dann würde ich vorschlagen, wir gehen in den gemütlichen Teil über, weil wir haben eh schon. Ich habe eine Frage, vielleicht kann man das dann auch persönlich beantworten. Es geht um ich bin selbst blind und es ist ein Problem oft, als blinder Mensch zu Literatur zu kommen, weil das gibt es entweder nur gedruckt oder eventuell digital als PDF, das für uns nicht immer lesbar ist. Habe ich was gehört von einem Marrakesch-Abkommen? Ist da irgendwas jetzt im Laufen? Wird da irgendwas wird verbessert? Umgesetzt. Danke. Wird umgesetzt. Ja. Okay. Wird umgesetzt und zwar ohne Widerspruch, mit großer Zustimmung von allen. Mhm. Ich war einmal mit einigen Kollegen und mit Ministeriumsvertretern, ich weiß nicht, ob ich ihn korrekt jetzt so ausspreche, beim Verband, Blindenverband oder wie auch immer heißt, in Wien und wir haben darüber verhandelt und waren uns einig, das soll kommen. Das wird eins zu eins umgesetzt, das Abkommen. Ist es jetzt auch im Laufe dieser Urheberrechtsgeschichte oder kommt das extra? Das ist schon umgesetzt worden, das ist ja österreichisches Recht. Ja. Okay. Ja. Okay, gut, danke. Das war uns auch ein wichtiges Anliegen. Gut, eine Wortmeldung haben wir noch. Eine letzte Wortmeldung, gar nichts mit Urheberrecht. Monopole sind gefährlich für die Demokratie. Ich möchte eine nicht kommerzielle Seite empfehlen, die netpolitik.org. Da gibt es einen tollen Artikel, Ideen gegen die Marktmacht der Plattformen. Lesen Sie es. Übrigens, ich setze immer noch auf die CD.